Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Frau Chemnitz, für die Begrüßung. Freue mich wirklich sehr und finde es ganz toll, dass es eng ist, muss ich sagen. Das ist schon ein ermutigendes Zeichen, dass am Vorabend der Eröffnung der Internationalen Grünen Woche sich zu einem Thema Agriculture in Transition so viele Leute zusammenfinden, die über zwei Tage einen kritischen Blick auf die Entwicklung im weltweiten Agrarsektor, aber auch bei uns selbst werfen. Sie haben mir eine schwierige Aufgabe gegeben, wie ich finde, das Spannungsfeld aufzuzeigen zwischen Umweltzerstörung, Ressourcenknappheit und Welternährung. Das ist in der Tat Tage, Wochen füllend. Weil ich mich so wahnsinnig auf das Gespräch mit Barbara Unmüßig freue, werde ich es ganz kurz halten, damit wir dafür mehr Zeit haben. Tatsächlich ist es so, wenn wir die landwirtschaftliche Produktion weltweit betrachten, dann muss man erkennen, dass in dieser Art zu produzieren, wie das in Abstufungen, aber im Wesentlichen in der gesamten Welt derzeit geschieht, einer der Hauptgründe liegt, warum wir immer stärker, immer näher an planetarische Grenzen, wie wir das nennen, stoßen oder sie schon reißen. Also die Grenzen, die die Natur, die Erde uns gesetzt hat, die Grenzen, bei denen wir gut beraten sind, sie zu achten, um das weltweite Gefüge nicht durcheinander zu bringen. Mich würde mal interessieren, wer hier im Raum Norman Borlaug kennt. Kennen ein paar, ja. Ja, ich würde sagen, irgendwo an der Schwelle zwischen 5% und 10%. Borlaug ist Friedensnobelpreisträger von 1970 und er hat den Friedensnobelpreis bekommen, weil er als Vater der sogenannten Grünen Revolution gilt. Das war in den 70er Jahren, ein Amerikaner, ein Nordamerikaner, das war in den 60er und 70er Jahren die Idee, die Vorstellung, man hat das Patentrezept gegen den Welthunger gefunden, das Rezept, wie man die steigende Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten auf der Welt befriedigen kann. Und dieses Rezept besteht aus einem Technologiepaket aus Hochertragssorten, Mineraldünger, Pflanzenschutzmitteln, leistungsfähigen Maschinen und intensiver Bewässerung. Und tatsächlich, das muss man sagen, hat es enorme Ertragszuwächse gegeben in den zurückliegenden Jahrzehnten. Die Getreideerträge konnten in den letzten 50 Jahren weltweit verdoppelt werden und die rechnerische Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln pro Kopf und Tag konnte weltweit von 2360 Kilokalorien auf heute 2800 Kilokalorien gesteigert werden. Das sind so viel Getreideeinheiten wie nie zuvor pro Kopf und Tag. Und nun kommt die Kehrseite dieser Medaille. All das ist geschehen und trotzdem hungern 1 Milliarde Menschen auf diesem Planeten. Das heißt, die Vorstellung, die man mit der Grünen Revolution verbunden hat, dass man über Ertragssteigerungen den Welthunger bekämpfen kann, dies ist nicht in Erfüllung getreten. Und das zeigt, diese Zahlen zeigen, dass Hunger auf der Welt nicht ein Produktionsproblem ist, sondern ein Verteilungsproblem. Wir produzieren genug auf dieser Welt und das macht den Skandal, dass Menschen hungern, nur umso größer. Es fehlt also nicht in erster Linie an technischen Fähigkeiten, an technischen Möglichkeiten, an wissenschaftsbasierter Landnutzungstechnik, sondern es fehlt an gesellschaftlichen Fähigkeiten. Es geht um Zugang zu Nahrungsmitteln und da herrscht innerhalb vieler Länder und zwischen den Staaten nach wie vor eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Das ist der Grund, warum wir weltweit eine wirklich nachhaltige Entwicklung brauchen, die selbstverständlich auch die Umweltgrenzen, die planetarischen Grenzen beachtet, die aber auch eine deutlich verbesserte Einkommenssituation für arme Bevölkerungsschichten in der ganzen Welt herbeiführt. Wir brauchen eine gute Regierungsführung. Wir brauchen natürlich Frieden, Rechtssicherheit. Wir brauchen starke Zivilgesellschaften und eine stärkere Beteiligung von Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Das wissen wir im Grunde,
alles lange. Es ist immer noch nicht in die Realität umgesetzt worden. Und das ist ja auch der Teil, über den wir nachher weiter diskutieren wollen. Wo sind eigentlich Ansatzpunkte, um hier zu neuen Durchbrüchen zu kommen? Norman Borlaug ist übrigens nicht durch Zufall weitgehend in Vergessenheit geraten, sondern genau deshalb, weil eben die Prophezeiungen, die Versprechungen der Grünen Revolution nicht eingehalten worden sind. Das Versprechen ist nicht aufgegangen. Man hat die sozialen Auswirkungen einer rein technisch-wissenschaftlichen, ach, ich will sagen technokratischen Betrachtungsweise nicht gesehen. Man hat die gesellschaftlichen Folgen nicht erkannt, nicht vorausgesehen, die es mit sich bringen, wenn man einseitig sich in Abhängigkeit bringt von Technik, von Hochertragssorten, die immer mehr Landwirte, gerade Kleinbauern in den Entwicklungsländern, in ärmeren Ländern, in immer größere Abhängigkeiten geführt haben, eben nicht nur Saatgut zu kaufen, sondern die Geschichte, die wir, ich weiß nicht, seit gefühlten Jahrzehnten erzählen, eben auch damit gleich die Betriebsmittel dazu, Pflanzenschutzmittel und Hunger, was ja auch zum richtigen, zum bitterrichtigen Wort des Saates der Hungers geführt hat. Exponenten dieser Kritik haben übrigens 15 Jahre nach Norman Borlaug auch einen Nobelpreis bekommen, nicht den sogenannten großen Nobelpreis, sondern den alternativen Nobelpreis. Die Nordamerikaner Pat Roy Mooney und Gary Fowler wurden 1985 mit dem alternativen Nobelpreis, dem Right Livelihood Award, ausgezeichnet. Und das hat gezeigt, dass binnen dieser 15 Jahre die kritische Betrachtung auf die grüne Revolution nicht Mainstream geworden ist. Das ist sie, wenn wir in den nächsten 14 Tagen hier durch Berlin schlendern, wohl heute noch nicht. Aber dass sich eine kritische Masse gebildet hat, derer, die die Stimme erhoben haben für eine andere Art und Weise des Vorgehens gegen Hunger auf der Welt, für die Beachtung von Umweltschutz in der gesamten Bandbreite. Und das ist nun der zweite Teil, mit dem ich mich befassen will, der im Redetitel zum Ausdruck kommt, nämlich die ökologische Seite der Medaille. Wir haben die falschen Herangehensweisen eben nicht nur mit Armut, mit anhaltender Armut bezahlt, sondern auch mit einer großen Zunahme, einer weitreichenden Zunahme an Umweltzerstörung. Und an allererster Stelle ist die geradezu groteske Abhängigkeit der landwirtschaftlichen Produktion von Energieinputs zu nennen. Die Ertragszuwächse, die zu verzeichnen sind, die ich genannt habe, sind einhergegangen mit drastischen Steigerungen des Nährstoff- und Energieinputs, insbesondere durch fossile Energieträger, natürlich in die landwirtschaftlichen Produktionssysteme. Es ist am Beispiel der nordamerikanischen Landwirtschaft ermittelt worden, dass dort für eine Kalorie für eine Nahrungskalorie zwei Energiekalorien eingesetzt werden, Produktionskalorien eingesetzt werden. Das sieht in weiten Teilen Europas auch nicht anders aus. Und hier liegt eine der ganz wesentlichen Probleme und Fehlsteuerungen. Der weltweite Stickstoffdüngereinsatz hat sich in den letzten 40 Jahren verachtfacht. Der Einsatz von Bewässerungswasser versechsfacht und der Phosphordüngereinsatz hat sich verdoppelt. Und das zeigt ganz deutlich, diese Zahlen, verachtfacht, verdoppelt, ja, das zeigt ganz deutlich, das kann unmöglich ein Modell sein, um eine weitere Milliarde heute noch Hungernder mit Nahrungsmitteln zu versorgen und der 2 Milliarden Menschen, die in den nächsten Jahrzehnten bis zur Mitte des Jahrhunderts dazukommen. In Deutschland ist es beispielsweise so, weil das eben manche ja denken, das ist immer nur ein Problem irgendwo anders in der Welt, auch bei uns ist es so, dass beispielsweise der Energiekostenanteil nur der direkten Energiekosten, also nicht, wenn man die Betriebsmittel, Dünger,
Mittelproduktion, Pflanzenschutzmittelproduktion einbezieht, also die rein direkten Energiekosten 30% der Produktionskosten ausmachen. Und auch hier sieht man, wie wir in Abhängigkeiten geraten sind, die sich dann natürlich auch in landwirtschaftlichen Strukturen in unserem Land widerspiegeln. Auf der stofflichen Seite der Ressourcen ist ein wichtiger Punkt die Abhängigkeit vom Phosphor. Phosphor ist eine besonders kritische Größe auf der Ressourcenseite, weil er nicht nur eine unverzichtbare, sondern eben auch eine endliche Ressource ist. Wir haben nicht nur Peak Oil, Peak Soil, wir haben auch Peak Phosphor. Bei den gegenwärtigen Wachstumsraten muss man davon ausgehen, dass schon innerhalb der nächsten 50 bis 125 Jahre, also zwei, drei Generationen, die Phosphorreserven dieser Welt aufgebraucht sind. Das macht sich dann als allererstes, und deshalb ist das nicht, wie mancher vielleicht denkt, erst ein Problem in 50 oder 100 Jahren, sondern das macht sich natürlich schon deutlich früher bemerkbar. Die Preise werden dafür steigen und natürlich wird dies auch als allererstes dann wieder die ärmeren Länder treffen. Aber nicht nur auf der finanziellen Seite, sondern auch auf der qualitativen Seite. Als erstes werden die hochwertigen Phosphorquellen versiegen, sodass man dann immer mehr auch auf minderwertigen Phosphor, insbesondere welchen, der verunreinigt ist mit Cadmium und Uran, zurückgreifen müssen. Und auch das wird wieder sich in einer Preisspreizung auswirken. Und man braucht nicht viel Fantasie dazu, sich zu überlegen, welche Länder sich dann noch den reineren Phosphor leisten können und in welchen Ländern die Böden zusätzlichen Belastungen ausgesetzt werden durch verunreinigte Ressourceneinsätze. Lösungsansätze dafür liegen natürlich einerseits in der Steigerung der Nutzungseffizienz, aber vor allem auch beim Phosphorrecycling. Das ist übrigens neben einer Vielzahl von anderen Gründen einer der oder der vielleicht wichtigste Grund, warum das Umweltbundesamt sich in unserem Land in Deutschland schon seit langem gegen Klärschlammeinsatz in der Landwirtschaft einsetzt. Wir haben hier einfach zu wichtige Rohstoffe wieder zurück in den Kreislauf zu führen, als dass wir das auf den Acker bringen, ganz abgesehen davon, dass wir damit immer auch die landwirtschaftlichen Böden zusätzlich mit Verunreinigungen belasten. Damit bin ich bei den Böden. Aus Sicht des Umweltbundesamtes eines der ganz zentralen Themen für die weitere Debatte. Kollege Knut Ehlers aus dem Umweltbundesamt hütet das Thema national und auch international. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel Initiativen ergriffen, um dieses Thema stärker in den Fokus zu rücken. Das ist nicht ganz leicht. Im Bundesumweltministerium war ich für den Naturschutz zuständig. Für charismatische Arten Lobby zu betreiben, ist ein Stückchen leichter als für Boden, was manche als Dreck ansehen. Ja, und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir alle politischen Anstrengungen darauf richten, diese natürliche Ressource stärker zu beachten und uns mehr um ihren Schutz zu kümmern. 90% der Nahrungsmittelproduktion findet auf Böden statt, der Rest ist aquatisch. Wir haben es mit einer Ressource zu tun, die in menschlichen Zeiträumen betrachtet als nicht erneuerbar anzusehen ist. Und von dieser Ressource verlieren wir Tag für Tag eine unvorstellbare Größenordnung. Ein Drittel aller fruchtbaren Böden weltweit gilt inzwischen als degradiert. Der jährliche Bodenverlust hat eine Größenordnung angenommen von 10 bis 12 Millionen Hektar. Das ist die Größe Bulgariens, die wir an fruchtbaren Böden weltweit verlieren. Und das ist, natürlich führt das unmittelbar in einen Kreislauf hinein, weil damit der Druck auf die übrigen Flächen, auf die übrigen Böden sich zwangsläufig von Jahr zu Jahr weiter verstärkt. 1,5 Milliarden Menschen auf der Welt und auch hier wieder vorwiegend in den ländlichen Regionen der Schwellen- und Entwicklungsländer sind inzwischen von Bodendegradation betroffen. Das führt
dazu, dass wir ein immer weiter abnehmendes Ertragspotenzial landwirtschaftlich genutzter Flächen haben. Für Afrika wird geschätzt, dass wir bis 2020 etwa vermutlich weitere 16,5% an Ertragskraft einbüßen müssen auf dem Kontinent, der heute schon am stärksten von Nahrungsmittelknappheit und Hunger geplagt ist und bei dem ein Großteil, der größte Teil des Bevölkerungszuwachses der nächsten Dekaden stattfinden wird. Ein weiterer Druck auf das gesamte System entsteht zwangsläufig durch den Klimawandel. Auch der Klimawandel ist vom lieben Gott nicht gerecht erschaffen worden, sondern ungerecht. Er trifft die Regionen der Welt, die Menschen der Welt in unterschiedlicher Weise. Es gibt auch Profiteure, die befinden sich überwiegend in Nordeuropa, Nordasien und Nordamerika, während andere Regionen, vor allem die Tropen und die Subtropen, zu den Verlierern des Klimawandels gehören, werden weitere Dürren, weitere volatile Wetterverhältnisse in großem Umfang. Und das ist übrigens der Grund dafür, warum es abwegig ist, darüber nachzudenken, dass man Klimaverhandlungen in einem kleinen Club führen kann. Das klingt so plausibel zu sagen, lass uns doch die zusammennehmen, die den größten Anteil der Treibhausgase verursachen, also neben den Industrieländern auch die aufstrebenden Schwellenländer, China, Indien, Südafrika, Brasilien. Wenn man sieht, wo der Klimawandel zuschlägt, dann kann man sich nicht vorstellen, dass eine weltweit gute Lösung gefunden wird, wenn man diejenigen, die die Hauptbetroffenen unzureichenden Handelns sind, vor der Tür setzen. Die Ungleichheit wird also weiter zunehmen. Die Landwirtschaft ist dabei nicht nur Opfer, sie ist selber auch Täter, was den Klimawandel angeht. Das ist lange Zeit ignoriert worden, bestritten worden, aber natürlich hat die landwirtschaftliche Praxis auch einen hohen Einfluss auf die Veränderung des Klimas. Die stark gestiegenen Stickstoffdüngungen führen zu höheren Lachgasemissionen mit dem Treibhausgasfaktor 310. Und die intensive Tierhaltung ist mit einem erhöhten Ausstoß an Methanemissionen mit einem Treibhausgasfaktor 21 versehen, weshalb das World Watch Institute auch von einer Zeitbombe Viehwirtschaft spricht und die FAO von dem Livestock's Long Shadow. Weltweit geht die Nachfrage nach Fleisch weiter nach oben und das wird auch Auswirkungen auf die Umweltbelastung, die Klimabelastung durch die Landwirtschaft haben. Die Landwirtschaft kann und sie muss aber natürlich selbst auch ihre Potenziale nutzen, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Das ist einmal in einer höheren Stickstoffeffizienz, einer Senkung der Stickstoffeinträge, Güllenutzung für Biogas, Umstellung auf ökologische Methoden, Minimalbodenbearbeitung, Agroforstsysteme. Ganz wichtig, die Herausnahme der landwirtschaftlichen Produktion von Standorten, wo sie einfach nicht hingehört, auf Moorstandorten beispielsweise, die Renaturierung und der Erhalt von Grünland. Eine weitere Ressource, die uns große Sorgen bereitet, ist das Wasser. Laut UNEP werden 40% der Nahrungsmittel auf bewässerten Flächen erzeugt. UNESCO sagt, dass die Landwirtschaft für 70% des weltweiten Wasserverbrauchs verantwortlich ist, mit Steigerungsraten von 20% bis 2025. Ich will nicht tief in die Wasserdebatte einsteigen. Ich will nur sagen, dass die Vorstellung, wir könnten die landwirtschaftliche Produktion ausweiten, vor allem auch auf neue, bisher nicht genutzte Flächen ausdehnen, ist schon von der Seite der Flächenverfügbarkeit fragwürdig. Aber sie wird erst recht dann fragwürdig, wenn man guckt, wo eigentlich weltweit das Wasser ist und ob diese Flächen denn dann überhaupt tatsächlich vernünftig genutzt werden können. Stickstoff habe ich erwähnt. Ich will das noch etwas ausführlicher tun, weil das
einer der ganz großen Treiber von Umweltveränderungen ist und auch sehr stark außerhalb der Wahrnehmung, sagen wir mal, außerhalb von Fachkreisen keine Rolle spielt. Wenn man bei uns im Land an der Ostsee im Sommer ist, dann kann man das Problem sehen. Das ist im Golf von Mexiko aber auch nicht anders. Wir haben Stickstoffrachten in die Ökosysteme, vor allem über die großen Flusssysteme, die alle ökologisch verträglichen Grenzen sprengen. Eine grundlegend neue Publikation, hauptsächlich schwedischer Wissenschaftler, hat den überladenen Stickstoffkreislauf jüngst als den zweitgrößten Problembereich identifiziert, wenn es um die Verletzung planetarischer Grenzen geht, noch vor den Treibhausgasemissionen. Forscher auch aus anderen Disziplinen halten 35 Millionen Tonnen Stickstoffeinträge pro Jahr für die planetarische Grenze. Wir reden im Augenblick über 121 Millionen Tonnen Einträge, und das zeigt schon, wie überhitzt, vor allem aus der Landwirtschaft getrieben, wir den Stickstoffkreislauf heute entfacht haben und durcheinander gebracht haben. Biodiversität ist das, was vielleicht am stärksten in der allgemeinen Öffentlichkeit wahrgenommen wird, wenn es darum geht, dass landwirtschaftliche Ausdehnung landwirtschaftlicher Produktion Grenzen überschreitet. Dass die Zerstörung von Regenwäldern hat viele Menschen auf der Welt, uns Deutsche ganz besonders, immer wieder umgetrieben, hat übrigens auch politische Kraft gesammelt, weil man ja auch Bilder braucht, die mit denen Menschen sich identifizieren können. Aber das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Für Magerrasen oder Steppen oder Savannen wird sich im Zweifelsfall nicht so leicht auch Öffentlichkeit organisieren lassen. Aber das ist natürlich alles letztendlich die gleiche Kategorie. Wir hatten von Deutschland aus vor einigen Jahren sehr intensiv das Thema Biodiversität global betrieben. Ich hatte damals das Privileg, im Umweltministerium dafür ja auch zuständig zu sein. Und in dieser Zeit haben wir insbesondere die Frage der Biopiraterie in den Vordergrund gestellt. Ich glaube, das war auch wichtig, weil das als eine große Ungerechtigkeit von den Entwicklungsländern angesehen worden ist, dass sie letztendlich über die Ressourcen, über die Naturressourcen, über die sie verfügen, nicht die letztendliche Verfügungsmacht haben, weil sie von Konzernen aus dem Norden genutzt werden. Ich bin aber zutiefst davon überzeugt, habe das damals auch immer gesagt, das war ein Thema, das musste bereinigt werden unter allgemeinen Gerechtigkeitsgesichtspunkten. Aber der noch viel größere Treiber ist natürlich, dass wir von nachhaltiger Naturnutzung in einem weiteren Sinn wirklich sehr, sehr weit entfernt sind und das bis heute mit dem internationalen Regelwerk nicht vernünftig in den Griff gekriegt haben. Was sind nun die Herausforderungen für die Zukunft? Zum einen haben wir jetzt schon sinkende Ertragszuwächse zu verzeichnen. Das heißt, auch von dieser Seite kommt die grüne Revolution ins kurze Gras. Langfristig kann eine Landwirtschaft nur organisiert werden, nur bestehen und nur ihre Aufgabe erfüllen, Lebensmittel zu erzeugen für die Menschen, wenn sie nachhaltig ausgestaltet ist, und zwar in dem besten Sinne dieses Wortes, nicht in dem trivialisierten. Das heißt, sie muss im Einklang stehen mit dem Schutz der natürlichen Ressourcen. Sie muss Menschen in der Welt mit Arbeitsplätzen in den ländlichen Regionen versorgen. Sie muss ihnen ermöglichen, dass Menschen davon leben können. Sie muss Ökosystemdienstleistungen erhalten. Die Nachfrage wird andererseits nach Lebensmitteln, nach Nahrungsmitteln weiter wachsen. Wir haben das Bevölkerungswachstum von 7 auf 9 Milliarden Menschen bis 2050. Die Ernährungsgewohnheiten werden sich ändern. Es ist eben sind nicht mehr nur die Industrieländer mit dem hohen Fleischkonsum, sondern die Schwellenländer sind auf einem rasch ansteigenden Weg nach oben, sich dort anzuschließen. Ich will nur noch mal sagen, das haben wir eben im kleinen Gespräch schon mal gesagt,
das Setzen des Fleischatlas das letzte Woche, das war ein gutes Stück, so will ich es mal sagen, hat mich sehr gefreut. Ja, Gratulation an Böll, an BUND und andere. Wir äußern uns als Umweltbundesamt dazu ja auch gelegentlich, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass solche Initiativen aus der Gesellschaft herauskommen. Das ist nichts, was keine Debatte, die der Staat als Vorderstes treiben kann. Wir müssen informieren als Umweltbundesamt, als Behörde, dass, wie die Fakten sind, aber Ernährungsgewohnheiten zu thematisieren, auch mit empfehlendem Charakter, da sind meine Erfahrungen auch aus meiner NGO-Zeit heraus, das ist was, das traut man dem Staat nicht so zu, das wollen die Leute nicht, dass der Staat ihnen auf den Teller guckt, aber es ist natürlich eine Debatte, die geführt werden muss und deshalb hoffe ich, dass andere neben Umweltverbänden, Stiftungen, Kirchen, aber auch breitere gesellschaftlichen Gruppen dieses wichtige Thema weiter hochfahren. Wir haben eine zunehmende Produktion nachwachsender Rohstoffe. Wir haben dazu eine lebhafte Debatte in Deutschland, in der Europäischen Union. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, wir haben, das kann man bei uns nachlesen, wir haben dazu vor wenigen Wochen in einer umfassenden Studie zur Stellung genommen. Es ist im Augenblick noch so, dass wir mit 4% Bioenergieproduktion an der gesamten weltweiten Agrarfläche keine Situation haben, wo man ernsthaft sagen kann, dass das der Treiber von Hunger auf der Welt ist. Das ist einfach nicht so. Und das muss man auch so benennen. Und es ist auch nicht so, dass Bioenergie per se nicht nachhaltig ist oder per se eine negative Treibhausgasbilanz hat. Ich glaube, wir sind gut beraten, da die Dinge exakt und gut zu beschreiben. Es ist aber auch so, und das zeigen wir in unserer Studie, dass das keine Perspektive für die Energieprobleme auf dieser Welt sein kann. Dazu reichen die Flächen einfach nicht aus. Selbst wenn es gelingt, durch gute Regierungsführung, also alle der Staaten dieser Welt sind in den nächsten Dekaden demokratisch super gut geführte Systeme, ja? Selbst wenn es gelingt, degradierte Flächen, die zur Verfügung stehen könnten, zu nutzen, dann werden wir das alles vor allem mal brauchen, um die 3 Milliarden Menschen zusätzlich mit Essen zu versorgen. Und wenn es dann gelingt, den Fleischkonsum moderat nach unten zu fahren, dann entsteht vielleicht etwas an Potenzial, aber es wird definitiv, und das ist das Ergebnis unserer Studie, nicht ausreichen, um ein strukturell das Energieproblem zu lösen. Da muss man anders ansetzen und das kann man zum Glück auch. Also, ich komme damit zum Ende. Die Landwirtschaft ist, ich weiß nicht, ich mache das, solange ich ehrenamtlich und dann beruflich arbeite, die Landwirtschaft ist Galaxien von Nachhaltigkeit entfernt. Das hat sich auch jedenfalls über meine Berufszeit noch nicht angenähert, aber wir sind da ja auch noch nicht am Ende. Leider hat Rio plus 20 die Chancen nicht ergriffen. Ich bin einer derjenigen, die wirklich sehr die großen UN-Formate bei den Konferenzen verteidigt, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man sowas ohne zivilgesellschaftliche Beteiligung, ohne Kirchen, ohne Umweltverbände, ohne Medien organisieren will. Und dann ist man schnell auch bei ein paar tausend Leuten. Aber das Missverhältnis in Rio zwischen Aufwand und Ertrag war so krass, dass selbst ich als notorischer Befürworter solcher Konferenzen geschockt war. Und mitten in diesem Schock steht die Unfähigkeit, das Thema Millennium Development Goals und jetzt die neuen Sustainable Development Goals zusammenzuführen. Und da steht das genau im Zentrum. Wir müssen landwirtschaftliche Produktionssysteme weiterentwickeln. Vorschläge des Weltagrarrates liegen vor, sind immer noch aktuell. Systeme mit geringerem Kapitaleinsatz, der Ökolandbau gehört dazu. Wir brauchen gesellschaftliche Innovationen und Entwicklung als Zentrum der Entwicklungspolitik. Wir brauchen einen globalen Rechtsrahmen für die Landnutzung und dazu gehört natürlich das, was sich darum rankt, die SDGs, aber wir brauchen im Kern auch eine Beseitigung des rechtlichen Defizits, das wir haben, dass wir nicht wissen, was ist eigentlich eine nachhaltige landwirtschaftliche Produktion, wie ist die definiert, dass wir keine Regeln für Landinvestitionen, für Landgrabbing haben. Das kann man auf Dauer nicht mit einem freiwilligen Rahmen lösen, dazu braucht man Recht. Wir müssen die Bioenergiepolitik neu ausrichten.
Und schließlich und endlich, darüber könnte ich jetzt noch 2 Stunden reden, wir brauchen natürlich endlich das Greening der europäischen Agrarpolitik. Es ist bedauerlich, dass das so wenige erkennen. Besten Dank. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Jochen Flassbart, für diesen, wie ich finde, guten Überblick und Einstieg über die Themen, die wir über heute Nachmittag und morgen Vormittag behandeln werden. Du hast jetzt in deinen letzten Worten ja schon adressiert, um was es in diesem Gespräch hier gehen soll, nämlich nicht nur Probleme benennen und analysieren und nicht nur Vogelstrauß-mäßig den Kopf in den Sand stecken. Wir können all diese Fehlentwicklungen, auf einige hast du ja hingewiesen, nicht stoppen. Wir wollen hier mit Ihnen gemeinsam Wege aufzeigen, wo es vielleicht doch die ein oder andere politische Weichenstellung geben könnte in den nächsten Jahren. Wo gibt es Stellschrauben, wo gibt es politische Prozesse, die sich lohnen, sich einzumischen, auch für uns als Zivilgesellschaft, weil das sagtest du ja auch. Wir brauchen zivilgesellschaftlichen Druck. Solche Dinge wie die Demonstration am Samstag, wir haben es satt, glaube ich, sind wichtige Zeichen, dass viele Menschen nicht nur in Deutschland, sondern auch international genug haben am Ausbau agroindustrieller Produktion in der Landwirtschaft. Alternativen werden diskutiert. Ich würde jetzt gerne diese halbe Stunde nutzen, um nichts anderes zu machen, und das können wir in einer halben Stunde auch nur oberflächlich, aber doch einige dieser Handlungsebenen zu berühren. Und da fange ich natürlich damit an, dass wir politische veränderte Rahmenbedingungen brauchen. Wo gibt es denn endlich positive Anreize für eine ökologische, soziale, faire Landwirtschaft der Zukunft? Und da sind wir bei der Reform der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, da heißt die Abkürzung GAP. Dieses Jahr soll diese Reform in trockene Tücher gebracht werden. Also die Agrarminister der EU der 27 verhandeln das gerade. Und du hast jetzt schon angedeutet, du bist nicht sehr zuversichtlich. Unter anderem war ja gedacht, zumindest bescheidene Ansätze einer Ökologisierung der Direktbeihilfen in der Landwirtschaft hinzubekommen. Es gibt den Ansatz, mehr Grünfläche in der Landwirtschaft Europas wirklich vorzuschreiben. Wie siehst du den Stand der Verhandlungen? Gibt es Mut zur Hoffnung oder müssen wir eher sagen, all diese Greening-Aspekte werden sich nicht realisieren? Also zunächst mal muss man sagen, dass was der Kommissar Jollos vorgelegt hat, das war zunächst mal ein großer, wirklich großer Hoffnungsschimmer. Es ist auch interessant zu sehen, dass die großen Reformvorschläge, die in die richtige Richtung gehen, nie aus den Mitgliedstaaten kamen, sondern in den letzten 2 Jahrzehnten immer von der Kommission. Sonst hätten wir heute noch produktionsbezogene Subventionen und nicht mal wenigstens den Umstieg von da. Das war Fischler und Jollos macht aus unserer Sicht einen wirklich guten Job da. So, und nun hat man die Situation einerseits, dass durch die Angleichung der Zahlungen für Osteuropa und die alte EU in jedem Fall, das weiß jeder, die Zahlungen für die Landwirte bei uns sinken. Und die politische Kraft dann aufzubringen, zu sagen, und jetzt erwarten wir aber auch, dass ihr diese Zahlungen, die ihr bekommt, auch ökologieverträglicher einsetzt. Das ist die große politische Schwelle. Aber ich will noch mal in Erinnerung rufen, diese Subventionen rechtfertigen sich aus nichts anderem heraus, als aus einem Ausgleich der höheren Sozial- und Umweltanforderungen in Europa gegenüber Wettbewerbsregionen in der Welt. Und das hat nicht das Umweltbundesamt ausgerechnet, sondern das von Thünen-Institut hat mal dargelegt, dass dieser Ausgleich
mit anderen Ländern, Ukraine, weiß nicht wem sonst noch, irgendwas in der Größenordnung von 20 Euro ausmacht. Aber nicht 300 Euro, auch nicht 250, auch nicht 200 Euro. Das heißt, die Gesellschaft hat einen Anspruch aus unserer Sicht, die großen Umweltdefizite, die wir in der europäischen Landwirtschaft haben, nun auch mit diesem öffentlich eingesetzten Geld gelöst zu bekommen. Ja, ich denke, ein wichtiger Faktor ist ja auch, dass wir über Machtkonzentrationen reden müssen, gerade auch in der EU. Die Agrarreform jetzt, es waren zumindest Vorschläge auch von den Grünen, zum Beispiel hier in der Bundesrepublik, die Direkthilfen an Betriebsgrößen zu binden. Also nur noch und zu kappen, nur noch 100.000 Euro maximal sollen an Betriebe gehen. Also eine Entkoppelung der Fläche von den Beihilfen, die gegeben werden für landwirtschaftliche Produktion, weil wir ja vor diesem Irrsinn stehen, dass große Agrarbetriebe noch zusätzlich Steuergeld aus der EU bekommen über die Beihilfen und damit ja nichts anderes gemacht wird, als befördern, dass große Agrarbetriebe dann auch weiterhin ihre Lobbymacht, ihre politische Macht ausnutzen können. Wie sieht es denn damit aus? Gibt es da eine Chance, auch in dem Feld der Kappung der Beihilfen an Betriebsgröße voranzukommen? Also in jedem Fall würde ich dazu raten, jetzt mal auch wenn das bei mir eben negativ klang, aber das noch nicht aufzugeben. Ja, also die politischen Prozesse laufen noch und das erstmals ist das Europäische Parlament einzubeziehen. Das hat noch nicht jeder auf dem Schirm, dass da noch mal eine neue Hürde eingezogen ist. Das Europäische Parlament sucht auch noch seine Rolle, wird sich also da einbringen und das ist sicherlich ein wichtiger Ansatzpunkt, um hier noch was zu bewegen. Zentral aus unserer Sicht ist, dass wir nicht nur sozusagen die Brosamen der zweiten Säule im Blick halten. Also was tut die zweite Säule? Das sind die Zahlungen für Agrarumweltprogramme. Also dann, wenn ein Landwirt etwas Besonderes tut, oberhalb seiner gesetzlichen Verpflichtungen hinaus, Gewässer, Randstreifen und solcherlei Sachen, dann kann aus diesen Agrarumweltprogrammen gezahlt werden. Sondern wir müssen auch an die erste Säule, das sind die Pauschalzahlungen, heran und das mit Anforderungen belegen. Und da ist eine der wichtigen Anforderungen, ich glaube, das fügt sich auch gut zu dem, was ich eben gesagt habe, dass wir an die Stickstoffüberschüsse ran müssen. Also es muss auch die Verpflichtung erfüllt werden, Stickstofflimits einzuhalten, Viehbesatzdichten einzuhalten, einen gewissen Grünlandanteil einzuhalten, Vorrangflächen für die Natur einzuhalten, ohne dass das dann automatisch nochmal Sonderzahlungen bringt, sondern das ist die Rechtfertigung für die Zahlung. Der zweite Punkt ist, wie wird das gerecht ausgestaltet? Das ist ja auch ein Gerechtigkeitsproblem. Und wenn man mal sieht, überall in Europa ist es so, dass über Sparprogramme natürlich auch viele Sozialleistungen eingeschränkt werden. Bei uns hat das schon vor ein paar Jahren angefangen. Das waren Zumutungen für Teile der Gesellschaft und es ist schwer einzusehen, schwer zu vermitteln, selbst wenn das gar nicht so wahnsinnig viel ausmacht, warum nicht auch hier Limits eingezogen werden, über die es nicht geht. Das kann andere Probleme auslösen, die wir dann auch mal betrachten müssen. Deshalb ist aber nicht Job des Umweltbundesamtes, das ist sozusagen eingestreut eine private Meinung. Ich meine auch, dass der Arbeitskräfteeinsatz eine Rolle spielen muss. Ein Betrieb, der mehr Arbeitskräfte einsetzt, leistet für die Gesellschaft mehr als jemand, der das ohne oder mit weniger Arbeitskräften macht. Also wir müssen zusehen, dass wir das auch alles so austarieren, dass es auch verstanden wird, dass es auch gute Gründe geben kann für Agrarförderung. Ich bin alles andere als ein Gegner von Agrarförderung, wenn sie richtig ausgestaltet ist. Ich meine, diese ganze Thematik Reform der europäischen Agrarpolitik, würde ich jetzt mal sagen, ist schon was, wo wir auch hier als Deutsche, als Europäer in einer großen Verantwortung stehen. Es sind 60 Milliarden Euro, die pro Jahr in Beihilfen und Subventionen fließen. Das ist eine ungeheure Summe Geld und für mich deswegen auch eine zentrale Stellschraube für Veränderungsprozesse, die wir anstoßen wollen. Was ich schon auch noch mal eine Antwort für eine Antwort wichtig finde, warum interessiert es so wenige Menschen hier auch in diesem Land und auch in Europa, sich politisch
für eine sozial-ökologische Reform einzusetzen. Auch die deutschen Medien berichten fast gar nicht über diese agrarpolitische Reform, die da auf EU-Ebene ansteht. Warum interessiert es eigentlich so wenig Menschen? Und das Zweite wäre für mich auch nochmal, kannst du in der Landschaft der 27 auch Blockierer ausmachen, die sich gegen eine Ökologisierung der EU-Agrarreform einsetzen? Oder Blockierer, die sich als solche zeigen? Ich wollte gerade sagen, sie verstecken sich unterschiedlich gut. Ja. Also ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Warum gelingt das eigentlich nicht? Das muss ja auch die NGO-Szene, aber auch der wissenschaftliche Sachverstand, all diejenigen, die das eigentlich durchdringen müssen, müssen sich die Frage schon stellen. Ich glaube, das ist ein Problem des Luxus und des Überflusses. Also die Leute erleben in Deutschland keine Nahrungsmittelknappheit. Ja, es gibt insgesamt eine sehr wohlhabende Mittelschicht, die sich auch alle möglichen Qualitätsnahrungsmittel leisten kann. Es gab immer genug Geld in der Wirtschaft. Ja, ich habe letztens mal die Industrie gefragt, ob sie eigentlich nicht auch mal drüber nachdenken müssen, ob das eigentlich in Ordnung ist, wie Investitionen insgesamt in Europa eingesetzt werden, öffentliche Mittel eingesetzt werden. Das kann man sich ja auch breiter aufgestellt vorstellen. Nochmal, ich bin nicht dagegen, dass für die Landwirtschaft gezahlt wird. Ich glaube sogar, dass es notwendig ist. Wir brauchen die Landwirtschaft in der Fläche, auch aus Umweltgründen, auch aus Stabilitätsgründen. Ein ländlicher Raum, der sinnentleert ist, weil er Menschen keine berufliche Perspektive mehr bietet. Und da ist der Primärsektor immer auch noch wichtig. Das ist immer auch ein demokratisch instabiler Raum. Ja, deshalb gibt es viele gute Gründe, das zu tun. Aber warum es am Ende nicht gelingt, aus allen Teilen der Gesellschaft mehr Anforderungen einzuklagen, das ist mir tatsächlich auch nach wie vor ein Rätsel. Sagst du noch mal, auch wenn du gesagt hast, die Blockierer verstecken sich, welche Rolle spielt unsere Landwirtschaftsministerin in den EU-Agrarverhandlungen? Du glaubst nicht ernsthaft, dass ich als Leiter einer nachgeordneten Behörde des Umweltministeriums darauf eine Antwort gebe? Dann denken wir uns in dieser Minute unser Teil dazu, aber das wird sicherlich Thema sein in den nächsten anderthalb Tagen. Also es ist, glaube ich, schon klar geworden, dann sage ich das eben, dass Frau Aigner sich eben viel zu wenig, das wird auch beklagt von den Umweltentwicklungsorganisationen, viel zu wenig eben gerade auch für die Ökologisierungskomponenten einsetzt, für die Kappung der Obergrenzen, für Direktzahlungen, dass sie sich nicht gerade auch für tierethischen Schutz etc. Einsetzt. Aber ich glaube, da werden wir mit der Demonstration viele gute Slogans erleben, die auch genau dieses Problem, dass Deutschland selbst Blockierer ist, adressieren werden. Ich würde gerne, weil ich sage ja, wir können hier eigentlich... Ich muss mal rausgehen. Wir können hier ja wirklich nur so einen kleinen, schnellen Ritt machen über die möglichen Interventionsebenen und Handlungsfelder, die es für eine andere Agrarpolitik geben könnte international. Ein Stichwort hast du schon genannt. 2015, das ist, glaube ich, auch für die Zivilgesellschaft wichtig, könnte noch mal so ein wichtiges Kristallisationsjahr werden für viele unserer Forderungen und unserer politischen Perspektiven, weil erstens wird dann sich entscheiden, ob wir ein Post-Kyoto-Regime bekommen werden im Klimabereich. Sehr wichtig, weil dort ja auch Landnutzungsänderungen und die Bedeutung von Landwirtschaft für den Klimaschutz mit berücksichtigt diskutiert werden. Das ist das erste Handlungsfeld. Das zweite ist natürlich die Review der Millennium Development Goals und aus Rio letztem Jahr 2012 ist ja hervorgegangen, dass sogenannte Sustainable Development Goals bis 2015 erarbeitet werden sollen. Man kann sich jetzt fragen, lohnt es sich, in diese UN-gesteuerten Prozesse wie Review der Millennium Development Goals, Neuformierung von sogenannten Sustainable Development Goals überhaupt Energie zu investieren? Mich würde interessieren, wie schätzt du diese Prozesse ein
Und dann vor allem versuche doch einmal auch mal konkret zu sagen, wo im Bereich Boden, Landwirtschaft, Bodenschutz, Landwirtschaft auch gute Vorschläge auf dem Tisch liegen, auf die wir uns beziehen könnten als Zivilgesellschaft. Also die Entscheidung zu den Sustainable Development Goals sind aus meiner Sicht der einzige Hoffnungsschimmer, den Rio ausgesendet hat. Die anderen Themen haben nicht überzeugt. Die Green Economy ist vergeigt worden, weil man es nicht richtig angepackt hat. Wir haben ja auch mal dazu korrespondiert. Ich halte das nach wie vor für einen guten Ansatz, aber wenn der Eindruck entsteht, hier wird die Dreisäuligkeit der Nachhaltigkeitsdebatte reduziert auf eine Ökonomisierung, dann ist das eben eine völlig falsche Herangehensweise. Und deshalb steht jetzt in dem Abschlussdokument von Rio ja nicht, was Green Economy alles Tolles sein kann, wie man sich das vorstellen muss, sondern es steht drin, was es alles nicht sein darf. Ja? Und das hat natürlich eine Ausstrahlung, die irgendwo gegen Null geht. Und das Zweite ist, die Verstärkung der Strukturen auf UN-Ebene, da haben wir ein bisschen was erreicht. UNEP, das Umweltprogramm, wird etwas stärker, nicht so, wie man es sich wünscht. Und das Dritte ist eben diese Sustainable Development Goals. Wir halten das für einen wichtigen Ansatz. Man weiß wieder mal nicht, was am Ende rauskommt. Im Augenblick ist man ja noch auf dem Weg, überhaupt die Verhandlergruppe zu definieren, die das ausarbeitet. Wir haben uns entschieden, als Behörde Engagement hineinzustecken, und zwar insbesondere auch in den Bereich Boden, Bodenlandnutzung, weil wir hier auch am ehesten den Ansatzpunkt sehen, den Link zu den MDGs zu machen. Es gibt eine Formulierung im Abschlussdokument, das geht auf Zero Net Land Degradation, ne, hinaus. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Das muss natürlich noch weiter ausgearbeitet werden. Und dann brauchen wir die richtigen Strukturen dazu. Und das ist eine Debatte, die wollen andere nicht so gerne führen. Wir machen das als Uber auch international. Jetzt sagst du wieder nicht, wer die anderen sind. Naja, sagen wir mal, auch viele gute Leute, sag ich mal. Ja? Also nein, ich nimmt mir das bestimmt nicht übel, wenn ich sage, dass Klaus Töpfer letztes Mal zu mir gesagt hat, wenn du anfängst, über eine neue Konvention zu reden, dann übersteigt das meine Lebenszeit und vermutlich auch deine. Ja, so. Das ist eine Sichtweise, die kann man haben. Also wenn es um eine neue Bodenkonvention zum Beispiel ginge. Beispielsweise, ja. Also wir haben die UNCCD, die gegen die Landdegradierung. UNCCD, United Nations Convention to Combat Desertification. Ganz genau. Und da geht es eben nicht nur um Wüsten, wie das früher mal viele gedacht haben, sondern es geht letztendlich um das, was ich eben beschrieben habe, über die Bodendegradation. Aber das Mandat dieser Konvention ist viel zu schwach. Es ist im Prinzip die Afrika-Konvention damals von Rio gewesen. So sehen das die Afrikaner. Sie wollen auch gar nicht viel, dass das aus Afrika rausgeht. Und so sieht es blöderweise auch der Rest der Welt. Und deshalb wird von da aus nicht das Bodenthema in der gesamten Breite bearbeitet werden können. Und ich glaube, dass es lohnt, die Perspektiven zu benennen und zu begründen, warum wir internationales Recht im Umgang mit unseren Böden brauchen. Das ist nicht trivial, und zwar sowohl in den ökologischen Auswirkungen als auch beim Landgrabbing. Wie will man sich denn eigentlich eine friedliche Welt vorstellen, wenn da Staaten, die sich das leisten können, oder große Konzerne irgendwo im Sudan oder sonst wo, große Landflächen kaufen, aus denen hohe Erträge erzielt werden, und nebenan sterben die Leute oder hungern jedenfalls, weil sie nicht genug zu essen haben. Das kann doch keine vernünftige Perspektive sein, und das kann man auch nicht mit Handauflegen lösen, sondern dazu braucht man harte Instrumente. Und ich bin davon überzeugt, das kann man auch erreichen, auch noch zu Lebzeiten. Okay, das hoffe ich auch, dass wir hier alle noch Beiträge zu unseren Lebzeiten leisten können. Für Sie nochmal, in der Bundesrepublik ist es so, dass das Forum Umwelt und Entwicklung, FENRO, der Dachverband der entwicklungspolitischen Gruppenorganisationen, sich sehr bemühen, zu diesem MDG- und SDG-Prozess bis 2015 gute Forderungen zu stellen. Morgen zum Beispiel ist ein Treffen mit unserem Ex-Bundespräsidenten Horst Köhler, weil Horst Köhler nämlich einer der Personen ist, die von Ban Ki-moon als Eminent Person für diesen MDG-Prozess genannt wurden. Also schreiben Sie Herrn Köhler, welche Möglichkeiten Sie sehen,
aus diesen 2015 Prozessen gute auch Forderungen zu formulieren, gerade auch wenn es um nachhaltige Landwirtschaft oder um Bodenschutz etc. geht. Angesprochen und berührt, sowohl in deiner Rede als auch jetzt gerade in deiner Antwort, hast du bereits die Tatsache, dass wir in der FAO freiwillige Leitlinien zum Umgang mit Investitionen in der Landwirtschaft haben. Wie schätzt du denn die Wirkungsmacht dieser freiwilligen Leitlinien ein? Du hast schon angedeutet, dass du sagst, wir brauchen da ein richtiges Regelwerk dazu. Wie kommen wir von der Freiwilligkeit zu einem verbindlichen Regelwerk? Das wäre auch noch spannend von dir zu hören. Also ich bin froh, dass die FAO das aufgegriffen hat. Das ist in jedem Fall gut. Es gibt auch gute Akteure bei der FAO, die das wirklich gut treiben, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Das Global Soil Forum, viele Bodeninitiativen, übrigens auch von Töpfer hier aus Potsdam, von seinem Institut mit der Global Soil Week im letzten Herbst oder Winter. Das sind schon gute Ansätze, aber ich bleibe dabei. Ich glaube, dass es bei der Freiwilligkeit nicht bleiben kann. Und das ist so eine Erfahrung. Ich habe ja eben über Biopiraterie gesprochen. Wir hatten unter der CBD, also der Konvention Biologische Vielfalt, schon lange die sogenannten Bonn Guidelines freiwillig, wie man sich ans anständiges Pharmaunternehmen soll, Unternehmen verhalten soll, wenn man irgendwo in den Urwald geht und da die Blätter ausdrückt und sie irgendwo rausholt und da Pillen draus macht. Ja. Viele Unternehmen haben sich auch tatsächlich daran gehalten, aber das war den Ländern des Südens nicht genug, weil sie das in Rechtsform gegossen haben wollten, weil sie gesagt haben, wir fühlen uns als Staat und gar nicht zu reden über private Akteure, völlig hilflos, wenn die Anwaltskanzleien von großen Unternehmen hier reingeschneit kommen. Ja? Und so sehe ich das auch bei den substanziellen Fragen der Bodenbehandlung. Wir haben ein Machtungleichgewicht, ein Fähigkeitsungleichgewicht, ein Kenntnisungleichgewicht, ein Ungleichgewicht an Verhandlungskraft und Macht. Und deshalb braucht es eines vernünftigen Rechtsrahmens, der die wesentlichen Dinge dazu regelt. Ja gut, jetzt sind wir natürlich bei einer ganz komplizierten Diskussion. Also ich glaube, wir sollten uns schon auch alle bewusst sein, dass das, was unter dem Stichwort Landgrabbing passiert, ja nicht nur von Agrarkonzernen, die global agieren, passiert, sondern von mächtigen Eliten, Großgrundbesitzern. Na, das ist ja auch gut dokumentiert. In Kambodscha zum Beispiel, in anderen Ländern sind es nicht nur die ausländischen Agrarinvestoren, sondern die einheimischen Eliten. Und da stellt sich natürlich erst recht die Frage, wenn diejenigen, die von dieser Landnahme profitieren, werden niemals die Bündnispartnerinnen und Partner sein für globale Regeln, die ihnen diese Landakquise und diese Machtakquise untersagen wird. Von daher sind die freiwilligen Leitlinien natürlich ein erster Schritt, aber ich habe etwas Zweifel, wie sollen wir denn bitte schön zu globalen und verbindlichen Regeln kommen? Was gibt's denn da für Möglichkeiten, Hebelwirkung zu erzielen, dann doch so eine Wirkung zu erzielen, dass es diese Regeln gibt? Also erstmal müssen wir natürlich sehr viel mehr drüber reden. Das ist mal eine Grundvoraussetzung. Wenn das nicht verstanden wird, dass wir ein Problem haben, dann ist man so oder so nicht in der Lage, da auch Rechtskonsequenzen daraus abzuleiten. Deshalb sind solche Instrumente wie die Global Soil Week, das ist wahnsinnig wichtig. Und wir müssen auch gucken, dass wir diejenigen in den verschiedenen Ländern erreichen, die das Problem durchdrungen haben. Ich habe hier bei der Global Soil Week den Leiter des Food Security Programms aus Katar kennengelernt. Eine beeindruckende Persönlichkeit, und den habe ich dann in Doha aufgesucht am Rande der Klimakonferenz. Der hat Folgendes erkannt. Das Konzept von Katar ist ja einer der größten mit externen Landinvestitionen, so nennen die das da, ist auch verständlich. Der ist nun dafür zuständig und hat seinem König erzählt, du wirst niemals eine Nahrungsmittelsicherheit herstellen in einem Land, in einer Welt, in der wir nicht wissen, wie Rechtsstaatlichkeit eigentlich dann am Ende aussieht. Selbst wenn wir da eine Investition haben, die aus unserer Sicht im Sudan rechtsstaatlich zustande gekommen ist, wenn morgen gesagt wird, ihr bleibt aber schön draußen,
dann ist das jedenfalls mit friedlichen Mitteln nicht einzuklagen, einzufordern. Deshalb braucht man für eine wirkliche Sicherheit eine eigene Primärproduktion. Ja, macht in meiner Wüste. Ja. Also so daraus leiten sich Schlussfolgerungen ab. Der reist von einer Konferenz zur nächsten, um zu gucken, wie können wir eigentlich aus unseren kargen Böden irgendwas machen, wie können wir die Humusbildung da wieder anregen, und ist da ein richtiger Experte geworden. Und es ist wichtig, dass wir dafür internationale Netzwerke haben, mit zunächst auch mal durchaus mit den Eliten derer, die das verstanden haben, was wir machen müssen. Und ich glaube, wenn dann das Bewusstsein gestiegen ist, steigen auch die Chancen, das in Vertragstexte zu kleiden. Und man muss sie natürlich formulieren, verwegen, wie wir sind, arbeiten wir da auch dran. IUCN hat dazu übrigens Vorarbeiten geleistet, hat schon mal einen Konventionstext oder einen Protokolltext entworfen. Wir arbeiten mit unseren Völkerrechtlern dran, zu gucken, wie könnte man das, wo kann man das eigentlich anbinden, ja, wie kann das geschehen. Das ist alles noch weit davon entfernt, Wirklichkeit zu werden, aber wenn du nicht die Idee hast, wie es gehen kann, dann kommt es auch nicht. Ja, wunderbar. Es wird daran gearbeitet und wir brauchen viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter und Bewusstsein zu schaffen, das Thema zu durchdringen, was wir an Investitionspolitik pro sozial-ökologisch und fairen Bedingungen brauchen, ist eine Aufgabe für Entwicklungsorganisationen, für Umweltorganisationen, auch für eine Stiftung wie unsere, die weltweit ja auch aktiv ist. Von daher beteiligen wir uns ja auch an dieser Diskussion. Das Letzte, was ich jetzt, glaube ich, noch ansprechen kann, ist, wo siehst du eigentlich politische Anreize dafür, dass wir unsere Konsum- und Ernährungsmuster verändern? Du hast vorher schon gesagt, es ist wichtig, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Konsummuster ändern, wie zum Beispiel beim Fleisch. Gibt es denn aber auch politische Stellschrauben, die dieses Verbraucherverhalten pro weniger Fleisch zum Beispiel beflügeln könnten? Wo siehst du da Anknüpfungspunkte, außer nur bei der Aufklärung und bei Kampagnen? Also es gibt natürlich eine ganze Reihe theoretisch denkbarer Instrumente. Ja. Die Dänen haben gerade ihre Erfahrung mit der Fettsteuer gemacht. Oh, ja. Was ist das? Eine Besteuerung letztendlich von Fett. Fettanteile in der Nahrung. Und das ist jetzt wieder kassiert. Ich habe, sagen wir mal so, wir bin ja ein großer Ökosteuerbefürworter. Wir haben das immer intensiv getrieben, um Kostenwahrheit herzustellen. Ich weiß allerdings auch, dass das ein System, dass das ein Ansatz ist, der regelmäßig Politiker, die irgendwie ein Interesse dran haben, Parlamente zu erreichen, regelmäßig in die Flucht schlägt. Ja, das ist einfach so. Geht übrigens inzwischen durchs gesamte Parteienspektrum, wenn man nochmal wieder über Kraftfahrzeugsteuern, Mineralölsteuern und so weiter redet, ist da inzwischen keine Partei mehr ausgenommen, die die Flucht ergreift, auch die Grünen nicht. Also das, was ich gesehen habe, ist, das ist etwas, für das lassen sich unglaublich schwer gesellschaftliche und politische Mehrheiten organisieren. Deshalb ist der erste Punkt Aufklärung. Dann erwarte ich den Punkt, den muss ich doch nochmal loswerden, ja, dass das auch von denjenigen stärker getrieben wird, die Verbraucherschutz betreiben. Also manchmal ärgere ich mich, um das mal ganz vorsichtig zu sagen, schon ein bisschen, dass wir pausenlos eine Debatte darüber haben, wie teuer die Energiewende ist, ja, aber dass wir ein Vielfaches an Milliarden in die Agrarsysteme stecken, das scheint nicht vorzukommen. Ja. Also es gibt wichtige Sachen, die vom Verbraucherschutz aufgegriffen werden, ehrliche Kennzeichnung, Gerd Billen hat das ja gerade gemacht, finde ich alles gut. Gerd Billen ist der Chef der Bundeszentrale für Verbraucherpolitik. Genau. So, und aber das muss schon nochmal einen etwas breiteren Ansatz kriegen. Und dann, glaube ich, kann man auch transportieren, dass die Preise, die bei uns beim Supermarkt auf den Waren stehen, nicht sein können. Ja? Also wenn man ein Kilo Schweinefleisch für einen Apfel und ein Ei bekommt, das kann doch nicht in Ordnung sein. Kann doch kein gutes Zeug sein, denke ich. Ja, wir könnten zum Beispiel den Mehrwertsteuervorteil, den Fleisch ja immer noch genießt, abschaffen. Dann würde Fleisch teurer, das wäre dann ein Anreiz, vielleicht für die ein oder andere weniger zu konsumieren. Wir könnten auch politische Vorgaben machen dafür, dass der Viehbesatz, ne, pro Stall
noch stärker oder überhaupt an die Fläche gebunden wird, für die dann eben hier Futtermittel angebaut werden, damit wir abkommen von den massiven Importen von Futtermitteln aus vor allem auch Drittweltländern, Schwellenländern. Das, denke ich, wäre auch ein wichtiger Punkt. Ich sehe jetzt die erste, die zweite, die dritte, drei Wortmeldungen lasse ich zu. Mehr darf ich nicht. Und bitte stellen Sie Ihre Frage präzise, so dass Herr Flassbart dann auch schnell antworten kann. Wir sammeln die drei. Ist das in Ordnung, Jochen? Das ist in Ordnung. Gut. Gibt es noch jemanden, der sich meldet nach dem Herrn? Mhm. Und eine Frau? Wo gibt es Frauen? Ah, sehr schön. Gut. Herr Flassbart, ich heiße Gunnar Dinkel. Stellen Sie sich bitte auch vor, das hilft uns allen. Ich war gerade dabei, Sie sind mir ins Wort gefallen. Ich heiße Gunnar Demuth, bin Agraringenieur. Herr Flassbart, Thema Grund und Boden und Landgrabbing. Können Sie sich vorstellen, dass man auf internationaler Ebene grundsätzlich mal die Frage nach dem Privateigentum von Grund und Boden stellt? So wie es in Deutschland üblich ist, Grund und Boden ist vererbbar, ist verkäuflich. Das ist in anderen Gegenden dieser Welt ganz anders. Ich denke mir, wo kein Privateigentum, da keine Investition, keine Kapitalanlage, ist sowas vorstellbar, Grund und Boden als Gemeineigentum weltweit. Danke. Mein Name ist Susanne Gura, ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Neben der GAP-Reform läuft derzeit in der EU noch eine andere Reform, das ist die Saatgutrechtsreform. Morgen wird sie vorgestellt in Brüssel und was da uns präsentiert wird, ist eigentlich skandalös, weil dort festgelegt wird, dass noch mehr als bisher die Uniformität, die Homogenität des Saatguts eine Vorbedingung ist für die Zulassung. Und das bedeutet, dass solche Sorten auf den Markt kommen und andere nicht. Solche Sorten, die von der Chemie abhängig sind. Also fast noch mehr im Saatgutrecht als in der GAP-Reform werden die Weichen gestellt. Wir müssen das im Blick behalten. Und ja, das wollte ich mal hier reinwerfen und hören, was können wir tun? Eigentlich müsste da nochmal die Bremse gezogen werden, ein Impact Assessment gemacht werden und weg vom Fenster mit dem Ding. Ja, Volker Schmidt, also ich sag mal, interessierter Bürger, also ich habe keinen Hintergrund. Großes Thema heute auf dem Podium, Gerechtigkeit, EU-Agrarreform. Anderes Thema wäre für mich, wie sieht es denn aus mit dem EU-Agraraußenhandel? Halten Sie das für gerecht, was da passiert? Einerseits Protektionismus bei Importen in die EU, was Agrarprodukte angeht, andererseits aber deutliche Subventionen eben bei Export, wo man auch ganze Märkte mit kaputt macht in Entwicklungsländern. Wie stehen Sie dazu? Also das erste Grund und Boden, ich habe ehrlich gesagt große Zweifel, dass wir dazu eine einheitliche Regelung international kriegen können. Sie kriegen schon innerhalb der EU keine gemeinsame Fiskalpolitik zustande. Ja? Alles, was in Richtung gemeinsamer Steuern geht, alles, was Grundfesten auch nationalstaatlich entwickelter Traditionen im Eigentumsbereich ist. Mir fehlt ehrlich gesagt dafür die Vorstellungskraft, dass man dafür ein einheitliches Regime kriegen kann. Ich muss auch sagen, die Tatsache, dass in Land investiert wird, also Land wertvoll gemacht wird, ist zunächst nichts Negatives. Man muss den richtigen Rahmen dafür setzen, dass das verantwortungsvoll ausgeübt wird. Jemand, der über dieses Eigentum verfügt, und zwar im Prinzip egal, ob es ein Privater oder ein Staat ist, der hat ganz besondere hohe Anforderungen zu erfüllen, damit diese Ressource sorgsam behandelt wird, erhalten wird und dass ihre Erträgnisse nicht monopolisiert werden. Das sind wichtige Anforderungen. Dafür kann ich mir auch ein Kriterien- und Anforderungskatalog vorstellen. Die Grundfrage, wem gehört das, da habe ich eher Zweifel. Darf ich dich da ergänzen, weil ich bin ja hier nicht nur Interviewpartnerin, sondern steht ja Gespräch da, ne, im Programm. Ich würde gerne eine wichtige Sache sagen, die für mich zu diesem ganzen Thema sozial orientierte ökologische Leitlinien für Investitionen ausmacht. Was wir ja erleben ist, dass Menschen, die ihre Böden, ihre Weidegründe gemeinwirtschaftlich als Gemeingut betreiben, durch diese Form der Investitionspolitik und des Landgrabbing wirklich
enteignet werden, weil alle sagen, ihr habt keine richtigen Rechtstitel, also gehört das Land uns. Und das findet ja wirklich großflächig statt. Leider auch in Ländern, wo man das gar nicht für möglich gehalten hat, das sogenannte degradiertes Land, auf dem aber natürlich Viehhirten weiden, nun diese Flächen kassiert werden und eingesackt. Und da, glaube ich, muss ein Riegel vorgeschoben werden. Es muss was gemeinwirtschaftlich beackert, also beackert wird, beweidet wird, das muss auch so bleiben. Wir können nicht einfach, und das musste in den Leitlinien verankert werden, dass eben den Menschen, die gemeinwirtschaftlich handeln, nicht einfach, weil das in unserem Jargon als Rechtstitel haben, die nicht nachweisbar weggenommen wird. Das würde ich gerne noch ergänzen. Bitte schön. Willst du zur Saatgutrechtsreform anfangen? Lass ich gerne dir, da habe ich keinen Schimmer von. Ja, da weiß Susanne am meisten von uns allen. Also sagen wir mal so, ich muss ja auch immer darauf achten, dass ich bei dem bleibe, wofür wir als Umweltbundesamt zuständig sind. Deshalb, da haben wir keine Aktien drin. Aber die Aussagen, die ich eben gemacht habe, die zeigen ja, was wir für ein Grundverständnis haben. Und das heißt, dass natürlich eine Sortenvielfalt stabilere Systeme ermöglicht, ökologisch stabiler vom Anbau her und natürlich auch leichter den Zugang schaffen für diejenigen, die produzieren. Und wenn man das als Grundlage nimmt, ist das, glaube ich, schon mal eine Aussage. Und die dritte Frage war, habe ich jetzt vergessen? Ja, also ich meine, das muss man schon sagen, dass die Exportsubventionen ja fast nicht mehr existieren. Das Problem von der Exportsubventionsseite ist gelöst. Ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, dass wir die Rolle der EU, die glaubwürdige Rolle der EU in der Förderung internationaler Landnutzungssysteme nachhaltiger stärker in den Griff nehmen. Da hat die EU auch über ihre multilaterale und bilaterale Entwicklungszusammenarbeit eine hohe Verantwortung, viel Geld, viel Expertise wird aus Europa von den großen europäischen Entwicklungsagenturen generiert. Und das muss noch stringenter, auch entlang der Linien, die ich eben versucht habe aufzuzeigen, organisiert werden. Ja, ich denke gerade zum Letzteren, wir haben nicht berührt Reform der WTO. Wir haben ganz viele Themen, die wichtig sind zu erörtern, wenn es darum geht, wo gibt es denn Handlungsebenen und Stellschrauben und Weichenstellungen. Dazu gibt es aber viele Akteure, die dazu auch Vorschläge haben, wie eben zum Beispiel innerhalb der WTO, also in der Welthandelsorganisation, reformiert werden müsste, um eine ökologisch-sozial verträgliche Landwirtschaft hinzubekommen. Wir haben jetzt nach der Begrüßung von Christine Chemnitz die erste Stunde hinter uns und wir hoffen, dass das ein guter Auftakt war und Sie noch viele Gelegenheiten haben, über andere Handlungsfelder im Laufe der Konferenz zu diskutieren. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Jochen Flassbart bedanken für den Input, für das Gespräch beim UBA, für den ein oder anderen wichtigen und guten Impuls für die Gesamtdiskussion. Herzlichen Dank, Jochen. Schaltet ihr das hinten um? Herzlichen Dank, Herr Flassbart, herzlichen Dank, Barbara, für dieses, wie ich fand, ganz spannende und sehr kurzweilige Gespräch. Wir können ganz unterschiedliche Aspekte, die aufgekommen sind in der Diskussion, die jetzt vielleicht Fragen, die Sie sich dann auch noch stellen werden während der nächsten Session, nehmen Sie sie mit. Wir haben noch längere Zeiten auch für Diskussion. Wir haben unter anderem ja nachher auch die Speakers Corners. Und die Speakers Corners sind wirklich so gedacht, dass wir eine ganze Stunde Zeit haben, bei Kaffee und Keksen miteinander über die Punkte ins Gespräch zu kommen, die heute Vormittag oder besser gesagt heute Mittag schon aufgekommen sind. Jetzt gebe ich einen kurzen Input. Könnt ihr einmal umschalten? Die Technik hinten. Ja. So, und zwar
gibt es zwei Sessions heute, die beide heißen 10 Minutes, 10 Slide, 10 Aspects. Was wollen wir mit diesen Sessions? Wir wollen letztendlich einen kurzen Blick Blitzlichter werfen. Wir wollen einen kurzen Überblick geben darüber, was ist eigentlich, wie sind die großen Entwicklungen, wie sind die großen Trends im Agrarsektor. Wie blicken nicht wir in den Agrarsektor rein, sondern wie gucken auch die internationalen Organisationen, die FAO, die Weltbank, wie gucken sie in den Agrarsektor, was sozusagen die Entwicklung der nächsten 50 Jahre betrifft. 10 Minuten, 10 Folien, 10 Aspekte, das war ein ganz klarer Auftrag von uns an uns selber, uns sehr zu beschränken und zu fokussieren. Das, was ich jetzt sage, zählt noch nicht zu den 10 Minuten. wir haben das fast geschafft. Also ich habe in den letzten Tagen ganz intensiv mit Marita Wiggerthale immer wieder darüber diskutiert, was muss eigentlich rein, was kann raus. Ganz sind wir unserem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden, aber fast. So, und damit beginne ich. Aspekt Nummer 1. Die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten wird bis 2050 um 60% steigen. Das ist eine Zahl, die FAO veröffentlicht hat. Und zwar beziffern diese 60% den Wert der landwirtschaftlichen Produktion, nicht die Produktionsmenge. In der Grafik hat dann aber die FAO versucht, im letzten Jahr nochmal diesen Wert mehr aufzudröseln und zu zeigen, was steht eigentlich hinter diesen 60%. Und zwar, Und zwar, was mir ganz wichtig ist, Ihnen einmal zu zeigen, dass es zum einen einen großen Anstieg im Fleischkonsum nochmal geben wird von mehr als 1 Million Tonnen. Und was ganz beeindruckend ist, finde ich, nämlich wie sich die Nachfrage nach Getreide entwickeln wird. Die Skalierung für den Getreidekonsum sehen Sie nämlich auch nicht auf der linken Seite der Grafik, sondern auf der rechten, weil der Anstieg der Nachfrage bis 2050 so immens ist, dass man sozusagen nochmal eine größere Skalierung auf die rechte Seite geschoben hat. Es geht nämlich wirklich um fast 1 Milliarde Tonnen Getreide, die mehr produziert werden muss. Wenn man der blauen kleinen Linie folgt, die die FAO damit drüber gelegt hat, dann sieht man, dass das die Annahme ist, wie sich die Produktion entwickeln wird. Und das ist grundsätzlich was, wo wir denken, das kann man auch nochmal hinterfragen. Ist es denn eigentlich so, wird es so sein, dass sich die Produktion der Nachfrage entsprechend entwickeln wird oder wird es gegebenenfalls wirklich auch Produktionsdefizite das erste Mal geben? Getrieben ist die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten vor allen Dingen durch zum einen eine steigende Produktion und Nachfrage aus dem Bioenergiesektor. Herr Flasswart hat schon gesagt, dass das heute noch auch aus der Perspektive der Flächennutzung mit Sicherheit noch nicht einer der starken Kräfte ist. Und trotzdem, perspektivisch gesehen, sieht man ganz deutlich, sowohl die Produktion von Bioethanol als auch die Produktion von Biodiesel wird sich ganz stark entwickeln in den nächsten Jahren und hat mit Sicherheit das Potenzial, die Agrarmärkte, auch gerade die Preise auf den Agrarmärkten, noch mal empfindlich zu beeinflussen. Der nächste große Bereich, ist die Entwicklung der Fleischnachfrage. In dieser Grafik der FAO sehen Sie noch mal ganz deutlich, die Nachfrage nach zusätzlichem Fleisch wird vor allen Dingen in Entwicklungs- und Schwellenländern ganz stark ansteigen. Und was ich ganz eindrücklich finde, ist auch noch mal die immense Menge an Futtermitteln, die bis 2050 zusätzlich produziert werden muss. Und damit einher geht natürlich auch ein drastischer Anstieg der Flächennutzung für Futtermittel. Der dritte Aspekt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist, dass das landwirtschaftliche Angebot, die landwirtschaftliche Produktion zwar steigt, aber eben, und das erwähnte Herr Flasbart auch schon, das kann ich hier einfach nur noch mal kurz bebildern, viel weniger schnell als in den letzten Jahrzehnten. Und zwar, wenn Sie sich hier ansehen, wenn Sie sich angucken, wie die grüne Linie sich entwickelt. Können Sie die erkennen? Ja, ne? genau. Und zwar beziffert das, die grüne Linie zeigt die Entwicklung der landwirtschaftlichen Wachstumsraten
immer in einem in einer 10-Jahres-Perspektive. Und da sieht man ganz deutlich, sozusagen, dass das landwirtschaftliche Wachstum immer weniger wird. Es wächst weiter, die Produktion wächst weiter, aber eben weniger als früher. Worauf basiert das landwirtschaftliche Wachstum? Zum einen auf der Ausweitung der landwirtschaftlichen Fläche. Das ist eine Grafik der FAO vom letzten Jahr, wo gezeigt wird, wie sich in den letzten 50 Jahren die Fläche entwickelt hat. Die Gesamtfläche ist leicht angestiegen. Das wird auch weiterhin so sein. Was man aber ganz deutlich und sehr drastisch da an der Grafik sehen kann, ist, wie stark die Landverfügbarkeit pro Kopf, pro Person gesunken ist. Und das ist eine Annahme, die Ende 2008, wenn man sich also vorstellt, dass nochmal 1 Milliarde Menschen mehr leben und die landwirtschaftliche Fläche aber gleichzeitig aufgrund von Klimawandel und anderen Faktoren weiter abnimmt, wird sich sozusagen die Pro-Kopf-Verfügbarkeit der Agrarfläche nochmal drastisch reduzieren. Und sie liegt ja inzwischen schon nur noch bei 0,2 und etwas Hektar pro Person. Was man auch sieht in dieser Grafik ist, dass die landwirtschaftliche Fläche die Zugang zur Bewässerung hat. Angestiegen ist. Und das ist der nächste Aspekt, auf den ich hinweisen möchte. Nämlich landwirtschaftliches Wachstum findet nicht nur statt darüber, dass die landwirtschaftliche Fläche ausgeweitet wird, sondern eben auch darüber, dass viel intensiver und stärker die Fläche genutzt wird und landwirtschaftliche Produktionsfaktoren stärker eingesetzt werden. Eine sehr beeindruckende Grafik aus einem Papier von Johannes Kotschi, das dieses Jahr veröffentlicht wird, ist hier der Fertilizer Use und wo man ganz klar sieht, Stickstoff, Phosphor und Kali, der gesamte Verbrauch aller drei großen Düngemittel ist immens angestiegen in den letzten 50 Jahren. Einer der ganz großen, sagen neuen Konsumenten ist China. China liegt mit einem sozusagen pro Hektar und Jahr Verbrauch von fast 300 Kilo Düngemittel an der absoluten Weltspitze. Man sieht aber auch, dass nicht nur der Düngemittelverbrauch so stark gestiegen ist, sondern auch der Pestizidverbrauch und genauso der Wasserverbrauch der Landwirtschaft. Was macht das alles mit unserer Umwelt, mit den landwirtschaftlichen Grundlagen, mit unseren, das haben wir vorhin schon kurz drüber geredet, das will ich nur noch mal kurz bebildern. Herr Flassbart erwähnte das, die Planetary Boundaries, entwickelt vom Stockholm Resilience Center. 9 planetarische Grenzen haben sie formuliert und haben gesagt, wenn die Menschheit sich innerhalb dieser Grenzen, der hier als der grüne Kreis gezeichnet ist, bewegt, in diesen sozusagen ökologischen Systemen, ist ein nachhaltiges Leben auch für folgende Generationen durchaus möglich. Was wir aber ganz klar sehen können, ist, dass viele der Grenzen jetzt schon an der Grenze oder überschritten sind. Und zwar vor allen Dingen für Biodiversität, Klimawandel und Stickstoffkreisläufe. Und was ich nochmal betonen möchte, ist, dass der Anteil der Landwirtschaft an der Überschreitung dieser Grenzen immens ist. Nicht nur die planetarischen Grenzen werden überschritten, sondern auch die natürlichen Ressourcen sind und durch die Landwirtschaft ganz stark unter Druck. Boden ist ganz stark degradiert. Die FAO geht davon aus, dass fast 33% unserer Böden inzwischen stark oder wenigstens moderat degradiert sind und genauso wie Wasserknappheit immer drastischer wird. Wenn Sie einen Blick hier auf diese Grafik auf die Weltkarte werfen aus dem Weltentwicklungsbericht der Weltbank vor 3 Jahren, sieht man ganz deutlich, Menschen, die in Regionen leben mit Wasserknappheit, sind vor allen Dingen in den nächsten Jahren dort, wo heute kleinbäuerliche Landwirtschaft eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also gerade die Regionen, in denen bäuerliche, kleinbäuerliche Landwirtschaft so wichtig ist als Lebensgrundlage, die geraten nochmal zusätzlich unter Druck. Dieses Zusammenspiel von mehr Nachfrage, weniger Angebot, was macht das eigentlich mit unserem Agrarsektor? Wir konnten das beobachten, so ziemlich seit der Jahrtausendwende sind die Agrarpreise immens angestiegen. Sie sehen in dieser Grafik von der FAO,
die den World Food Price Index darstellt, dass die Preise seit 2000 steigen, und zwar ganz stark schwankend steigen. 2007, 2008 war es ganz deutlich in den Medien gewesen, dass wir das erste Mal seit Dekaden von fallenden Nahrungsmittelpreisen das erste Mal wieder einen absoluten Hochpreis hatten. Was schon gar nicht mehr in den Medien war, dass 2011 dieser Peak über Monate überschritten war. Die Aufmerksamkeit dafür, dass die landwirtschaftlichen Preise immer noch immens steigen, ist schon wieder viel, viel, viel geringer, als sie bei diesem kleinen Aufmerksamkeitshoch 2007, 2008 war. Aber nicht alle haben die Aufmerksamkeit für die hohen Preise verloren, sondern es gibt durchaus viele Investoren, die ganz klar wissen, was das heißt. Und eines der ganz knappen Güter ist dadurch ins Visier gekommen, und zwar der Wert von Farmland. Landwirtschaftliche Fläche, der Wert von landwirtschaftlicher Fläche hat immens zugenommen in den letzten Jahren. Ich habe mir diese Grafik, gibt es auch noch mal aufgeteilt nach einzelnen Ländern, wo man dann sehen kann, dass innerhalb von einem 4- bis 5-Jahres-Durchschnitt der Preis für Farmland in einzelnen Ländern um 400-500% gestiegen ist. Also wirklich beeindruckend. Und Oxfam hat daraus eine Grafik gemacht, die finde ich sehr schön. Sie haben nämlich die Medienberichterstattung über Landgrabs ins Verhältnis gesetzt mit der Entwicklung der Preise. Und man sieht sozusagen, auch wenn unsere Medien verschlafen, wie sich die internationalen Preise entwickeln, die Investoren tun es definitiv nicht. Zwei ganz letzte Folien, und deswegen sozusagen, ich bin nicht ganz unserer eigenen Vorgabe gerecht geworden. Rural Poverty, also ländliche Armut, wird weiterhin steigen. Der Bericht von IFAD zu ländlicher Armut, der 2011 veröffentlicht wurde, zeigt ganz deutlich, dass sowohl im südlichen und Zentralasien als aber auch in Subsahara-Afrika der Peak, also die Entwicklung der ländlichen Armut, längst nicht erreicht ist. Und da sind noch nicht die ganz neuen Entwicklungen der jetzigen Agrarpreise, der jetzigen Landgrabs und so weiter drin. Und ein allerletzter Aspekt, den ich ganz wichtig finde, auf den ich unbedingt nochmal hinweisen möchte: Weibliche Produzenten sind immer noch drastisch diskriminiert. Es ist gar nicht so leicht, sozusagen Englisch zu lesen und Deutsch zu reden. Sie haben einen viel schlechteren Zugang zu allen Produktionsfaktoren, zu landwirtschaftlicher Beratung, zu Krediten, aber eben auch, und das zeigt diese Grafik von der FAO sehr deutlich, obwohl sie einen Großteil der landwirtschaftlichen Produktion ausmachen und einen Großteil der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte stellen, nicht die Besitzer ihrer eigenen landwirtschaftlichen Produktionsstätten. Vielen Dank. Das gilt es im Hinterkopf zu behalten für uns, für unsere Diskussionen heute. Ich möchte Ihnen noch sagen, dass wir diese Präsentationen stellen wir ins Netz, und zwar mit allen Quellen auch, und so, dass Sie nachgucken können, wo ich all diese Grafiken gefunden habe. Vielen Dank, und damit übergebe ich das Mikrofon an Ben Luig von Miserio. Ja, vielen Dank, Christine. Wir kommen jetzt schon wieder ohne Pause direkt zur nächsten Sitzung. Danach wird es eine Pause geben. Und auch jetzt ist es immer noch so, dass das Thema so vielfältig und komplex ist, dass wir nicht direkt in die Diskussion unmittelbar rein wollen, welche Transition, welche Strategien, welche Investitionen sind eigentlich nötig, sondern nochmals erstmal auf den Status quo schauen, nämlich genau darauf, wie wird denn aktuell investiert in der Landwirtschaft global. Und natürlich auch, wohin, worein wird investiert? Woher kommt das Geld? Wohin fließt das Geld? Wir werden dazu zunächst von einer ausgewiesenen Expertin, Bettina Rudloff, einen globalen Überblick sehen, wo es um die Größendimension, um die Quantität der Investitionen zunächst geht, und werden anschließend aus drei ganz unterschiedlichen Perspektiven von Sagari Ramdas, von Helen Yego und von Professor Lubos Smutka aus unterschiedlichen Perspektiven, sowohl was
die Akteure angeht, als auch regional unterschiedliche Perspektiven, dazu dann eine Einschätzung hören. Und ganz anschließend gibt es auch, vermutlich wird das leider eher kurz sein, aber natürlich die Möglichkeit, aus dem Plenum Fragen zu stellen. Weil das Ganze jetzt ein bisschen internationaler wird, werde ich jetzt auch, oder werden wir zumindest diese Sitzung auf Englisch führen. Das heißt, wenn Sie Kopfhörer holen möchten, dafür dann bitte jetzt. And I will switch to English as well. As I said, first I would ask Mrs. Bettina Rudloff to enter the floor. Mrs. Rudloff is an expert on agricultural policies in general. She has extensively worked in particular on trade and agriculture and at the WTO. She is currently a policy researcher and advisor at SWP, Stiftung Wissenschaft und Politik, particularly working, as I learned, on the effects, global effects on of the EU agricultural policy, as well as on land investments. You have the floor, please. Können Sie umstellen auf die nächste Präsentation? Okay. So we wait for the switch, or I do it. Well, my presentation will complement the general developments what Christina already presented to you, and I'm very thankful to the Heinrich Böll Stiftung because they supported me to make it possible to collect all the data and to select the most relevant ones and to interpret them, which was not so easy. So I'm going to present you not only where the money goes to, but as well where it does come from. Let me start by some officially or publicly declared needs and commitments you may all know already. The FAO assessed, in order to be able to satisfy the future needs in food that in the year of 2050, that per year an investment of $83 billion would be required. That means in order to satisfy the demand of a growing population, as we heard already, of a probably on average richer population than it's today, and of a population which might be more urbanized, meaning the consumption pattern may be different in the future. But what does it mean, $83 billion? Is that a lot or is it not? Just to give you already an idea, it's only a bit more than the European Union is paying for its agriculture policy per year. It's nearly the same. So actually, either the EU is paying a hell of money, or that figure is not so much. And I try a bit more to explain this amount in a second. A research institute based in Washington, IFPRI, assessed a different range of monetary requirement, saying that in order to reduce hunger, in order to target the Millennium Development Goal, something between 14 and 28 billion would be required. So what you can see already now is there are different figures indicating the need, which symbolizes it's very, very difficult to do this kind of assessment. However, you have an idea, there are visions or ideas of what is really need. There exist as well some commitments on agricultural spendings. One very interesting and important one is the one of the Maputo Declaration, meaning that 53 African countries committed themselves to spend 10% of their national governmental budget to agriculture. And quite fresh and new commitment is called the New Alliance. It's of last year. And this alliance encompasses public actors from
donor side, so from countries paying to other countries money, especially of the G8, where Germany is a member as well, and African countries, and as well private actors like companies. So that's why it's called alliance. They declare to spend for agriculture something like $4 billion, whether that's really new money or only redeclared money, that's very difficult to assess. But the idea is to follow, let's say, a public-private partnership. So that was the idea and the assessment of needs. But how does look like the reality? What's the status? How much money is actually today in the agriculture sector? Following an FAO report of 2012 on agriculture investment, one may differ different types of money going to the sector. And in broad term, one can differ between public money and private money, and foreign money, meaning paid from abroad to another country, and domestic money, paid to my own farmers, to my own agriculture sector. And in the order of the relevance in terms of value, I would like to start with the foreign private category, which is foreign direct investments, companies investing abroad. And the next category would be foreign public money paid by governments. And this is basically what we call development aid for agriculture. Then it comes to the domestic side within the country, within a country's agriculture sector. And there I continue with the domestic private part. So what's on the farms itself as capital, as money, as investment stock. And the most relevant or largest component is the domestic public part. This is what countries, what governments are paying to their own sector. For instance, in the EU, all the money behind the CAP, the European Agriculture Policy. What does that mean as a sum? That's very, very, very difficult because you already now have the idea of many different actors are involved. That means many different types of financial transfers related to the problem of many different data sets, many different methodologies, how to calculate and to aggregate all these figures. So actually, it would not be scientifically solid to say, wow, worldwide, it's the number, whatever, dollar in agriculture. There will be no unambitious and unique value. So I have to disappoint you. I can't present you something like that. But what I can do is to give some spots on the different categories. I start with the first category, foreign private investments. So this is agricultural companies investing in other countries, like doing a fusion, doing mergers with companies abroad. And what you see here is the so-called inflows. That means the annual amounts coming newly into a special country, and that's the worldwide investment flows. And what you can see directly, it's only on agriculture, divided into primary and processing, and you see that there's an increase. You see as well that the primary part, so the primary agriculture production as such, is really the minor component, whereas processing, like food processing and beverages is as well included, is much, much larger. However, both components increase. The primary part adds up in the year 2010 at a volume of $4.5 billion. And nearly 100% of this value in 2010 has been taken place in developing countries, mainly in Asia and Latin America, and mainly in so-called cash products instead of staples. So it's more
things like agriculture products which can be used for the energy production, maize, for instance, and not staples like rice, which would be very, very important for food security. So it's more the cash products. Although I said that these volumes increase, the overall volume of any agricultural investment is very, very, very low compared to what in other sectors is taking place. So altogether, it's around 1%. So it's increasing, but it's still very, very low. Coming to a special part of foreign private investments, and we heard about them already a lot. That's the land acquisition, which is sometimes mentioned land grab. So this is a specific part of foreign investments, which has not been included in the figures I showed you beforehand, because it's a very complicated data situation. They are collected only in hectare and not in terms of value, so you can't simply summarize them. However, what we can see is that since the year 2000 till today, we have got 48 million hectares. This equalizes approximately 3% of that area worldwide, which is recently used for plant production. 3%. I tried to do a very broad assessment by assuming a very low hectare price, and that would end up then to $120 million. And if you look at the major investor countries where the acquisitions come from, and we look at the 10 target countries where these companies invest, we see a huge difference at the investing size. We have a very low concentration. So the top 10 countries investing abroad only sum up to a third of all investments, whether it's two-thirds at the top 10 target countries. That means that it's a closed club regarding where these investments are taking place. And here are these countries. So you see at the investor side, it's the US, Malaysia, very interesting as a European member state, the United Kingdom, China, the United Arabian Emirates, and India as well. And India you see at both sides. So India is investing abroad and is as well offering land. The same is relevant for Malaysia too. If you look at the target countries, the top 10 target countries, you see a lot of Asian countries, but as well, at the bottom more, a lot of African countries. And that are all countries which regularly require food aid. So that means, Mr. Flassbart, he mentioned that beforehand, these are countries that are offering their land to foreign companies, which may be the risk of food security for themselves, as well of the risk of water availability and burden on biodiversity. That must not be happen necessarily, but there are these risks. And at the same time, they anyhow require food aid. So this is a question of, is that really a coherent policy, what is followed? Investing there, having a risk on their food security, and then solving this risk by paying more food aid. The UK is mainly investing in countries like Peru, the Ukraine, Indonesia, India, the Philippines, and Argentina. Coming now to the public side of the foreign investments, which is the official development aid. And this is based on OECD data. That means that what I try to do is first to look at the OECD countries as donor countries and as well some institutional donors like, for instance, the World Bank are paying as well development aid, and to sum them up. So what you see is the development over time, that there's increase in the value of development on agriculture. You see as well that there's a certain pattern.
which remains quite stable. So the bulk goes to what I called explicit or direct agriculture related, for instance, on production. So the dark green area here is related to production. So everything like productivity increase measures, support of machinery and technology is covered behind. Whereas, for instance, what we would say typical public good areas on research, on education, on services, remains quite minor. Yeah? As well, water resources, so environmental-related measures, quite minor. The second relevant block is related to food aid. Again, quite stable over time. However, we could see in the recent years, these type of development measures increased. It's nearly half of all the development aid. And very, very minor is a part of more agri-related areas like forestry or fishing, which is the light blue areas. Altogether, these figures in the year 2010 sum up to around $12 billion. What we can see as well is that there's a development over time that in the 80s, that was a large time of agricultural development aid. So out of all development aid, 12% went to agriculture, whereas that collapsed completely afterwards to only 4%. And now as well, within the context of the price crisis and food crisis, it increased a bit again up to now around 6%. So that were the foreign categories. Now we come to the other side of the sources of money, the domestic side. And one very important investment part is what is in the farms themselves. And the FAO did a global calculation, unfortunately only till the year 2007. And they did a cumulation for everything what has been as an inventory could be observed on the farms over years and years and years and years. And they did the whole sum. And they came up to the enormous number of $5 trillion. Meaning this enormous volume of money globally is somehow bound on the farms. If you break down that to an annual amount, that will be end up with $26 billion. To give you an example for an African country group, the sub-Sahara African countries, that would mean $8 billion. The composition of what does it actually mean for different type of farms is interesting as well. If you look at high-income countries, for instance, here in the EU or in the US, the major part of what is as capital bound on a farm is related to machinery and all technology, technological equipment. Whereas for low-income countries, it's mainly livestock. So it's all the animals the farmers there have. Meaning the composition is very, very different. Which is interesting, or not only interesting, important to have in mind if you consider the design of supporting measures, for instance, in development aid. So that means the structure, of course, of the farm is very, very different. I wanted to add some information on the famous idea of microfinance. It was, however, not possible. So that is the idea of giving very small volumes of money to farmers which have no access to the huge loan and credit system of huge banks. However, I couldn't receive global data, so I would be very interested as well in the comments of the colleagues in the following panel discussion on the role of microfinance. Is that really an important issue? Where are, as well, maybe potential risks of these type of small credits? Now, finally, this is the bulk of
What is paid worldwide to agriculture? That's domestic public investment. That is what governments are paying for their agricultural sector. So that's basically, for instance, for the EU, the CAP. Yeah. You see, again, a development over time. There was a reduction in the year 2000, and then we have an increase. This reduction has two reasons. One is related to the methodology. The calculation resulted into a loss. That means there was maybe not really a policy change, but the calculation ended up in a lower figure. So one should not over-exaggerate the idea of a reduced figure. Another reason was that this was the implementation year of WTO disciplines on agriculture. So for some countries, that meant they had to reduce certain subsidies. But since then, you see an increase. You see as well that the bulk of overall money is going into OECD countries. And then this is emerging countries like China, Brazil, Russia, India, and others. What you see as well, very interesting, is China is paying increasingly money into its own agricultural sector. So altogether, all these countries sum up in the year 2010 with a figure of $620 billion. There's an assessment of the World Bank saying that all developing countries, in a sum, they pay just a fifth of that, $140 billion. In order to give you some examples what is behind this type of policies, I try to do a summary on some agricultural actors. And starting with the EU, we discussed very critically already some points of the EU. The EU always was the typical traditional top protector of its farmers. However, there are some changes one really can observe. So since the 19th, several reforms have taken place. Maybe it's not enough, or still there are critical elements. The major change is that in the very, very beginning of the CAP, output-related support has been paid. So that was called intervention prices, guaranteed minimum prices. And this type of support directly has an influence on the output, on the amount, meaning on the quantity, and all these surpluses appeared. And these surpluses had to be paid by export subsidies on the world markets, which destroys the competition for smaller developing countries. So all the issues you know. Now the system has been changed. The EU got rid of this style of support and is tending to have a pure income support, which is not production distorting. That means these very, very catastrophic consequences of the EU's policies is not the case anymore. Still, there's scope for improvement, no doubt. Coming to maybe the new agricultural actors in terms of protecting the sector, China and India. Both focus explicit on food autarky. They really want, I mean, what is on the governmental side, what is said there? They want to achieve, they want to be independent by their own production. And they follow it by instruments, interestingly, what the EU has skipped. So, for instance, by guaranteed minimum prices. So they now copy somehow the old EU system. As well, they pay a lot of money in input subsidies, so they support the use of fertilizer and plant protection. And they use as well a lot trade barriers. That means export bans or very, very high import tariffs. Just to give you one idea of a Maputo country, that is Nigeria,
which is no doubt maybe one of the, at least at a very aggregated level, of the richer Maputo countries. They forgot the agriculture sector for a long, long time, and somehow now they follow a renaissance of agriculture policy, especially by food security-related measures. So again, within the context of the high food prices, they put focus on supporting the credit and loan system and as well storage facilities. However, they use as well a lot import-related measures like bans. Summing all up, even though I said in the beginning that's not possible, I just show you the different bits I explained to you. You can't really sum them up. However, the general pattern you can see is foreign money is lower than domestic money. And you can see that private money is lower than public money. So that's a very, very broad picture. What does it all mean altogether? Coming back to the very beginning, and the FAO required $83 billion per year in order to feed the future food demand. And I gave you the number of $620 billion, what is paid as domestic budget. One could say, wow, we already have much more money in the sector. What the hell are you talking about? Maybe it's not really the thing that the value as such is the most relevant issue. It might be that the design of these investments is more relevant. So, for what is it spent for? And I would summarize, first of all, very important to strengthen the databases. As long as we still only do very, very broad assessment of what is paid there and there, it's very difficult to draw conclusions. Impact assessments on different types of investments, of course, very relevant. Then, interesting enough, still or so far, it's paid much less into the classical public goods like ecological production or environment. Even though every analyst say that are actually the areas where you have high returns in terms of welfare gains. And then I showed you very, very different actors are involved, so it's very important to ensure coherence across all these different actors, private companies, governments at the donor side and the recipient side, in order to avoid counterproductive effects. One typical counterproductive effect might be these land grab investments where you risk food security and on the same time you pay food aid to support food security. So there should be a very, very sensitive and cautious risk mapping. Only go into that countries where that are not really vulnerable for food security. Thank you very much, and I'm very, very happy to discuss these things with you as well, but as well with the colleagues from Africa and India. Thank you very much for the very concise presentation, and I think there were a couple of results which were quite surprisingly. I would now ask Lubos, Sagari, and Helen to join us here. Yeah. And sit wherever you want, except of the middle. Yes, we got a lot of facts and figures now. I want to remind again that we have a lot of space tomorrow still for the discussions on what kind of policies, what types of governance, what kind of regulation maybe is necessary. And what we would like to talk about now with experts from various sides, from various perspectives, is the question or the attempt to concretize a bit the very interesting information we just got.
This means, first of all, what is going on? What kind of investments are actually taking place? But also, of course, what type of investment, what kind of investment is actually needed? Sagari, I want to start with you. You are the co-founder and director of Antra, a grassroots NGO in India. You are working very closely with livestock keepers, with small-scale farmers. And you are, I wasn't sure if I should introduce you as a scientist or as an activist, so it's probably the scientist-activist approach that you take. What is your perspective from your work on this question of investments? Thank you, Benjamin, and thank you for this opportunity. I was very impressed with all the figures and the data, which both, right from the morning, been listening very keenly to that. Just to give you the sense from India, we are two Indias, and I think most of you here know that we are two Indias. There is business corporate India, and there is small farmer, marginal peasants, small pastoralists, indigenous people, women primarily amongst this other India, which is why you find India there both as a proponent of investing in land grabbing and also, on the other hand, as a recipient in several of the graphs which we saw, as a recipient often for food aid, as a recipient continuing to be for development aid. Just to give you some historical perspective, right up till the 1990s, and I'll run you quickly through this, 70% of who produces our food are precisely the people, the women and men, who today are being dispossessed from their lands and being kicked off their lands. So we have 70% who are the small marginal peasants, the pastoralists, indigenous people, women primarily, who are the ones who are producing the food for our country. And right up till 1990, government of India had a very, their entire objective, and in 1976 we had this agriculture, our policy was aimed at feeding ourselves and being self-sufficient in food. And I agree completely with, if you have to know that till 1990, we had very clear policy measures, which actually we had very big agriculture investment from public investment through our basic mechanism was through having minimum support price. We also had input subsidies, which were primarily focused upon promoting the green revolution type of technology, I must add over here. Till 1970, there was a clear idea that the small farmer, based on our knowledge of farming, which was very ecologically viable, sustainable, based on extremely biodiverse farming mechanisms, that was then replaced with Norman Borlaug and all the public investment which went into promoting green revolution technology. At the same time, we had what the third element of our food security was established through what we had a public distribution system, which was public procurement of food at minimum support prices, which was then in turn redistributed and made available at very low but levels of prices which poor people, and as you know that in India we have had a largest population of poverty or poor people in the country. From 1919 onwards, there's been a dramatic change. Government of India committed to neoliberal economic reforms. And the neoliberal economic reforms, which came in under the pressure of India, of the International Monetary Fund, World Bank, the Washington Consensus, essentially said, if India has to sustain and to develop, you need to liberalize and privatize and open up your markets and open up all your economy. And Indian, the government of India, our political representatives took this decision. And one of the key sectors which was liberalized from 1990 and now we're down to 2012 was the agriculture sector. And the first thing they did was actually stop back and hold back public investment. So to that extent, I disagree with some of the figures that we saw here. In the last 22 years in India, there's been complete withdrawal of public investment into agriculture. In fact, agriculture contributed right up to 1990, contributed almost a quarter of our GDP. It is down to about, in the recent 12th five-year plan, it's down to about 13 to 14%.
Public investment has similarly declined. We're roughly at around 3 to 4% of our total budget is today going into agriculture. So public investment, we've withdrawn the kind of minimum support prices. We do announce minimum support prices, but this is linked in to our public distribution system and public procurement. And public procurement today is completely been reorganized because our public distribution system, which till the mid-90s was a universal public distribution system, today has become a targeted public distribution system. When we say targeted, again, this has been under pressure from the IMF and the World Bank. The second element, so investments today, if we look at public investment in agriculture, in the last 20 years, the entire liberalization, and in 1990, around 2000, Indian government came out with a McKinsey authored report of our vision for ourselves. We called it Vision 2020. And in that vision, the vision for India was to reduce the number of small farmers who today are the anchor of food production from 70% down to about 30%. So 60, you're talking about 40%, and we're talking huge numbers. We are 1.5 to 1.3 billion people. If you're talking about reducing and throwing people out of agriculture, you're talking about close to 600 million people being thrown out of agriculture. And that is precisely the kind of policies which have been followed in the last 20 years. So today, the investment is essentially, public investment is telling small farmers, is making it more and more difficult for small farmers to continue doing food, producing food. Today, big business, corporate India is what is driving and having the full pressure on our governments to actually, which drives the kind of public policy regarding agriculture, both domestically, but also which pushes the kind of interest India is showing in signing bilateral trade agreements, which links it back to the kind of international presence of India, which I want to, and please let me know how much of time I have, because you said I have only 10 minutes, so please, I have three more, right. So the issue over here today is that India, we've just announced our 12th five-year plan, and the entire, it's interesting that globally the discussions which happen before you can even take a breath, you find them present in your national plans. And in our national plan development, for instance, Monsanto, Walmart, all these big players are very much up there sitting in with our public political leaders deciding what the plans are. Now, the plans very clearly are to increase investment in agriculture, but what kind of investment is being projected? The kind of investment being projected is enhancing foreign direct investment into land, into feed. We already have 100% foreign direct investment in feed processing, completely counter-validating the kind of figures we saw. So, for instance, it could be any kind of feed processing, from milk to poultry to eggs, you name it. There is an expansion and an interest to increase cash foods, vis-a-vis, again, staple foods. The whole push of our five-year plan is actually to attract private players. We've already rolled back the decision we took last year to prevent and stall retails, big retail coming in and having 100% access to Indian markets. That has now already been given the green light. So what the kind of investment which is visualized is big business corporate India having partnership with big business Europe or big business UK or big business US to essentially take control over our agriculture. It is playing itself out in livestock, it is playing itself out in dairying, in poultry, and the whole transition which you're finding is that increasingly for small farmers, it is either you become more efficient, efficiency equates, take up high technology, GMO technology, high-producing animal, increase your invest in your input use, and then you vertically integrate. You vertically integrate with supply chains because, you know, I saw this presentation by Danone recently. Danone is a major dairy player now in India. The biggest threat to big corporate in the agriculture investment is informal sector. So they are targeting the informal sector. And fortunately for India, and our strength lies that we continue to have 70% of trade and markets in the informal sector. And it is this informal sector which they want to destroy. They want to take control of this. And big business
in our plans, Big Business India today is not only interested in having joint ventures with European companies in India, and that is why the free trade agreement today in India, though civil society, farmers' organizations are protesting it, because we know, yes, we have today, the only protections we have is the import duties. We have import duties, something from 30 to 60% of import duties on tariff lines, dairy, 100% against for poultry, and on grains and cereals, it varies between about 30 to 60% of import tariffs. But that is what is protecting our farmers today. I just heard that we had very successfully organized to prevent the EU-India free trade agreements. Many of us here have the cross-boundary coalitions. Today, it is not about domestic capital and in global capital. Today, we are talking about international movements of small farmers, concerned civil societies, versus a global capital and global corporates. And it's global corporate India today who is investing and destroying my sister's land here in Africa, whether it's in Ethiopia, or whether it's in Kenya, or whether it's in Burkina Faso. Because the Reliances, the Tatas, the Birlas are the big corporate India who are colluding with Walmart, with Carrefour, with Metro. And that is how they are destroying. And if we are talking about investment, we're talking about the fundamentals, which is land has to be, and it's not just private land. We're talking about the commons here. The commons is such an important aspect of the way we farm. It's the commons of genetic pools, it's the common of diversity, it's the commons of reciprocity between as people. We're talking about investment to ensure that the land continues to be controlled and in the hands of women farmers, primarily because we know where men have led us till today. So we're talking about these alignments, about land being in the hands of those small farmers. We're talking about food sovereignty. We're not talking about food security. In sovereignty, we talk about, we will decide the more local, if you keep in mind the energy constraints, the climate change challenges, how can we be talking about food to plate where something is produced in India and is meant to be feeding someone here in Berlin? Today, I was talking about pumpkins. There's the pumpkin soup we're drinking. For me, it's important to know that pumpkin was grown by a farmer maybe somewhere out of Berlin. I'm not interested that a farmer in India should be selling our pumpkins to you. We are interested about the more decentralized, the more local, the more farmers can organize themselves and the indigenous people and the peasants can, and the pastoralists to organize themselves with their knowledge, the land in their control, the markets in their control, the seeds and the breeds and the way that you organize, and public investments support that. We're not talking, and we're talking also about diverse, keep the informality. Why are we scared of informal sectors? Why does everything have to be organized through very clear? Because today when we're talking about risk, the risk is to be able to respond to that risk. We need the flexibility. We need the dynamics. We need finally people locally deciding for themselves how we feed ourselves, in what way we feed ourselves, in what way we control our markets. And I would like to end with that. Thank you. Thank you very much for your strong comments. I'd like now to switch over to Helen. Helen is a dairy and maize farmer from Kenya, from the Northern Rift. And she's not just a farmer, but she's also the national secretary of NGOMA, which is a quite strong farmers' movement in Kenya of small-scale farmers. And it's not only this. Just 2 days ago, I found out, I was very surprised, that Helen's history is that she was a manager of a big dairy farm owned by the state. So I think there are various perspectives as a producer and various experiences you can bring in. So what is your assessment and your comments on the situation of agricultural investments at the moment? Thank you, Ben. Good afternoon to you all. As you've heard, my name is Helen Niego. I'm a farmer and an activist for the small-scale farmers who are also producing dairy and also growing maize, which is a staple food in our country. I'm quite humbled to be in this conference, and especially listening to where does the money go, the investment flows in agriculture, and also agriculture in transition
in the midst of us as small-scale farmers coming from Africa. I just want to dwell on three major points as per the presentation from my sister here, Bettina, if I pronounced well. The point is foreign direct investments are ripe in our country. And the foreign direct investments that come to Kenya are targeting industrializing a country that is not even industrial at all. A country that even the energy quantity is only about 30% of what is required for any other thing. A country that even its water resources cannot even sustain a 3 months continuous drought. So what we see in the foreign direct investment is that the money that comes to Kenya, they're supporting industrialization. For example, I'll give a classic example of a project from between Kenya and US called AGOA, a project that is promoting processing or manufacture of cotton materials. And this project, its initial plan was that it would revitalize the cotton industry in Kenya by, first of all, supporting the rehabilitation of cotton gineries that used to be there, but with the production from the farmers that used to produce cotton. But because of liberalization, there's a cotton industry in Kenya. And what the AGOA has done is source for cotton material from elsewhere. They import cotton from other countries, process it in Kenya, and take it to America, where they mean to buy it as products of Kenya. Yet the producers of cotton are still languishing in poverty. Nothing has been done. And that is what we are calling industrialization through FDI. It's very interesting also, as the report we have seen, is that to the primary production, FDI actually is a drop in the ocean. We have foreign investors. For example, there's a company that came and put up a factory where they process peanut butter and honey in the village somewhere. And that one, they're only buying the raw material from the farmers, and they have brought in their management team, people working in the factories on that processing plant are people from outside the country, and they cannot give any access to the locals to be integrated in that development. But they say that they are increasing agricultural production through the industry, yet at the same time, it has nothing, it is unsustainable to the community that is there, because if one day they just close that factory or they miss the raw materials, they move, or it becomes expensive to run the factory because of the taxes in the country, and they move away, that place will just go back to what it used to be. So foreign direct investment in agriculture is actually very, very minimal, and it is unsustainable in our case. When it comes now to our own domestic public investment from the government, from the people's coffers, from our tax to agriculture, it's an amazing thing. Kenya, first of all, looks at itself as the backbone of our economy is agriculture. 80% of the population of the people live in the rural areas. And out of this 80%, 70% are directly linked to food production. And in these areas, the investment by the government is barely 5%. We've been told about the commitments of the Mabuto Declaration. We are part of this commitment of 2003, whereby each country committed that by the year 2008, they would have increased their budgetary allocation to 10%. Agriculture, for what it is in Kenya, contributes enormously to the GDP of our country, 26% directly and 27% indirectly. And yet, from the time of Mobutu Declaration,
our government has only managed to increase to 5.8, or let's say approximately 6%. And that increment on the 6%, still the expenditures are on the recurrent. We're talking about a ministry within the agriculture where 80% is on recurrent and 20% is on development. And mainly even the development is from donor funding, because we have pocket projects that come from donor funding. And this is the projects like donors like DFID, EFAD, EU, GTZ for your country, and USAID. These are basically and coming from governments from the Europe, from the North, with projects. And these projects are always a drop in the ocean in the name of contributing towards the MDGs, especially eradicating hunger by 2015. When we look at the MDGs and look at what is being funded and donated into it, we just see it as a mirage, because hunger is still with us. Hunger is even growing even more, and 2015 is just the next day. We're talking about 2013, 2014, 2015, and still you will see the same hunger, even worse in the Kenyan country. In the Mobutu Declaration, we have seen this. Actually, the African Union has a very comprehensive project called the CADAP, which is part of this Mobutu Declaration. They have invested money. World Bank is the huge investor to this project of the Mobutu Declaration, CADAP. But the most interesting thing is that that amount of money, three-quarters of it, has just gone in setting up the frameworks. And they keep saying they're setting up the frameworks. And it's only about 1/8 is what has been put out for the development at community level. Now, all these monies that we get through donor funding and even through the little that we get from our government, how do we access it as small-scale farmers? It is quite difficult, because the projects are put with stringent measures. What the groups or the farmers are required to do is form groups, and these groups, they should be able to write proposals to the government. And if your God help you, if your proposal is well received by a government officer who has some friendship with the group, you'll not get that money. So we just see money flying from one place to another, and much more so, these projects and programs are skewed to areas where people are politically right. So if you're coming from an area which you're not politically right with the system, then you will not see those projects. So even the challenge that I give to you is that even the donors themselves, they never question why three projects, EFAD, DFID, USAID, are in one region. And another region, they have never seen that money. But they also still approve all this. So really, the small-scale farmers who are ourselves, with or without funding, we are there and we produce the food. The only risk that we are facing now is the pressure on the productivity of our land because of lack of technologies that are able to exacerbate the poverty that is in the community, and also to be able to use the land sustainably. So farmers are losing their land because of low productivity, getting low yields, and very high input costs. The other thing that I want to mention is that, I think this would be even the last point, is the role of microfinance. It is very interesting. Agriculture, at first, microfinance has been introduced to the rural areas. And this microfinance came as a group approach. For example, I'm one of the practitioners of that. What we do is that we come as a group. We contribute. We save money.
after saving some money, you're given 3 times the amount by the banks that have been affiliated to give loans on for agricultural products or agricultural businesses. And what happens is that you have to you will need to save at least 10% before you can access that money. And once you access that money, there is administrative cost to your money, whereby you pay again 2.5% to the bank for processing your loans. And once you get the loans, when you sell the produce, is when now you can pay back the loans. And the loans you pay again with another, because of the duration, agricultural produce takes 3 to 5 months from planting to harvesting. You are again charged monthly interest for the time you had not paid the loans. So you find that the microfinance in agriculture is quite expensive. We can't afford it. And yet the government has a microfinance program which requires that you have a collateral. You have something to give to the government as a title deed so that they can give you their money. And this one is not accessible again to the small-scale farmers because our lands are not of any value to attract any investment from outside. So that is how the scenario is. Thank you very much. Thank you very much, Helen. Finally, I want to turn to Lubos. Lubos, you are a professor of economics at the Czech University of Life Science. And you have, as I saw it extensively, in particular, also written on issues of agricultural trade. Yes, exactly, right. And from the perspective of Central and Eastern Europe, what is the investment situation about? In general. Okay, in general, if we are talking about the investment situation in Central and Eastern Europe, it must be emphasized that between individual Central and Eastern European countries, the huge differences in general exist in area of the investments. Yeah. In general, there are such a countries like Czech Republic, Poland, Hungary, or Slovak Republic, where, for example, the level of investments coming to the agriculture is very high. Even if you are taking the value of investments per capita, or if you are taking in general the general value of investments, yeah. For example, if we are taking in consideration, for example, the new 10 European Union members who became who access to the European Union in the years 2004 and 2007, we can say that, for example, in the year 2010, the total value of investments, doesn't matter if the source was a private or public, the total value of investments was over 10 billion euro. But in general, half of this money are represented by the investments realized only in 3 countries. Of course, Poland, Czech Republic, and Hungary. Yeah. Very active in our area of the investments coming to the agriculture is also Slovakia and Slovenia, but those countries are quite small, therefore the total volume of investments in general is limited. If we are analyzing the general investments value development in Central European region, for the first point of view, we can be a little bit optimistic. Yeah, because, for example, if we take in consideration the level, the volume of the value of investments, for example, in period 2002 and 2011, we can see that the value increased from about 5 billion euro to about 11 billion euro. But the situation is much more difficult, yeah? Because it is, if I am taking the numbers in current prices, yeah? If I am taking in consideration the value development in constant prices, I can see that the situation is opposite.
In general, the value of investments in individual Central and Eastern European countries is constantly decreasing. Yeah. For example, if I am taking in consideration the total capital stock, and for example, if I am analyzing the time series since the year 1993 till 2007, because the other data are not available, just within this 20 years period, the value of capital stock in Central and Eastern European countries was reduced from about 180 billion international dollars to about 173 billions. Yeah? There it means that the value of capital stock in these countries was reduced by 4% in general. It means that there is one problem. The capital depreciation in these countries, from accounting point of view, is much higher than the real investment flows coming to the agriculture. Also, it must be emphasized that the structure of investments coming to the individual Central and Eastern European countries' agriculture is changing. Yeah? While, for example, the share of investments into land in individual Central European countries was in the year 1990 or was at the beginning of the 90s about 38%, the share of investments into the machinery was about 38%. To the direct crops production was about 6%, and the share into the direct livestock production was about 18%. The current situation is the following. Yeah? In general, nowadays, the share of total investments coming to the land was reduced to about 34%. Trend can be seen also in the crops production and livestock production. Only the share of investments into the machinery equipment was increasing, yeah, from 38 to 47%. If I am taking in consideration some numbers, I can say that, for example, the value of capital stock related to the land decreased from 70 billions to 60 billions. In case of direct crops production, from about 12 billions to about 10 billions. The capital stock related to the livestock production was reduced from 32 billions to about 22 billions. And only capital stock related to the machinery equipment really increased its value from 65, 68 billions to over 80 billions. Yeah? Therefore, the capital stock related to the machinery equipment in Central and Eastern European area increased within the last two decades by 20%. In this case, we can see that in general there are two trends. The first trend, which is related to the Central and Eastern European area, is a significant reduction of agricultural production performance. Yeah. There is a significant reduction which is interrelated especially with the animal production. Yeah, the animal production volume in Central and Eastern European region within last 20 years was reduced by about 20%. Crops production is more or less stable. The second specific development trend is that the Central European agriculture is becoming more competitive, yeah? Because especially the investments into the machinery increased the efficiency of the whole agriculture in the Central and Eastern European countries. And there is a positive trend that the number of people working in agriculture, which was really very high at the beginning of the 90s, was significantly reduced by about 60%. For example, in the Czech Republic, in agriculture in the 1990 was working more than 500,000 people. Nowadays, it is about 130,000. Therefore, the number of people working in agriculture was
reduced by 70%, but for example, the agricultural value, volume performance increased by about 20%. It means that in general, the agricultural value added through the investments in Central and Eastern European region is constantly increasing. Yeah? The only exception is Slovak Republic, which reduced the size of agriculture within the last 20 years by more than 40%. Yeah? In case of the other countries, the situation is more or less stable. Talking about the role of foreign direct investments, in case of the investment situation in individual Central and Eastern European countries, it must be emphasized that foreign direct investments plays only the minor role. Yeah? In general, the share of foreign direct investments in total capital stock is less than 1%. It means that the foreign direct investments related to the agricultural sector are not so important. But, of course, they are important in the food processing sector. Of course, there the role of foreign direct investment is much more important. Talking about the current situation in agricultural sector in Central and Eastern Europe, from the investor's point of view, this region in nowadays is not so attractive. Of course, we have, in general, cheap land, But as you thought in your presentation, the price of land is increasing, rapidly increasing. We have, in general, low wages, but on the other hand, the price of inputs are increasing, and also our economies, our Central European economies, except for the Poland, are affected by the crisis, by the global crisis, more than, for example, the economies of Austria or, for example, Germany, and so on. Therefore, the current situation is quite specific, and there are many obstacles, many barriers for foreign direct investments coming to the Czech Republic. The first barrier, in general, is represented by the barriers created by the administration. Yeah? Because, for example, the procedure to set up new business in the Czech Republic, you need almost 50 days. For example, there is a problem that if there are some quarrels and you need to use the judge system, the time needed, for example, to solve any problem, on average, it will take at least 3 or 4 years. It's a big problem. And the last problem is the corruption in this region. Because, for example, if you take in consideration the level of corruption in especially Eastern European region, it's very high, and it is making a huge barrier for another successful investment development. Thank you very much. I would have one very short additive question, and I don't know if it's possible for you to respond to it in very few words, because it might be complex, but I think it's very interesting to know who is actually, besides foreign direct investment, who is investing in the region you were talking about? What kind of investors are they? What do you mean? Investors coming to the agricultural sector or foodstuff processing sector? The Czech Republic has a very specific, for example, very specific structure of agriculture. We have very big farms on one side, and on the other side, we have very small farms. On average, we are quite specific because the average farm size in the Czech Republic is over 120 hectares. Yeah, it is much higher than, for example, European Union average, where the average is about 20, 25 hectares. Yeah. In general, our farms, from the European Commission point of view, seems to be very big. Yeah. And the majority of investments, of course, is connected with several very big companies whose size is about several thousand of hectares. And of course, small farmers, their access to the investments and their access to the credits, for example, from banks, are really very limited. Yeah. Therefore, you can see, for example, in the Czech Republic, very modern machinery, which is used for the farm,
in case of big companies, like, for example, Agrofert. And, for example, next to the Agrofert, you can see small farmers who is using 20, 25 years old tractor and whose farm is just about 5-10 hectares. Yeah. Thank you very much. I think there were very interesting input from all four sides. Unfortunately, we are running out of time, so we cannot, as I mentioned earlier or proposed earlier, we cannot discuss it right now. I'd like now to hand over to our colleagues, and we will now have another format where definitely there's a higher degree of participation in the discussion. But thank you very much for listening.